Wir haben ein Paradigma in unserer Gesellschaft, in den industrialisierten Ländern. Das heißt, höher, schneller, weiter, mehr in Konkurrenz gegeneinander. Kaufen, bis wir dann im Müll ersaufen. Und dieses Paradigma hat uns in riesige Probleme gebracht, die wir jetzt zurzeit nicht mehr wegschieben können. So vor 10 Jahren waren die nicht so auf dem Tisch wie jetzt gerade. Die Fridays haben da auch noch einiges zu beigetragen. Unser Verdrängungsmechanismus bei den Erwachsenen ist ja ziemlich groß. Wir haben die ökologische Krise. Wir vernichten alle 10 Minuten eine Art. Das habe ich schon vor 30 Jahren in meinem Unterricht besprochen. Machen locker so weiter. Wir stehen vor dem größten Massensterben der Geschichte. Ganze Plastik ist jetzt aufgeploppt, wissen wir auch schon seit 30 Jahren. Ich hatte meine Schule in Essen vor 30 Jahren schon plastikfrei. Ganzen Fleisch, komplexen Zusammenhänge und so weiter, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Klimakrise hat auch uns erreicht. Ja, und die zweite große Krise ist die soziale. Die Spaltung geht immer weiter auseinander, national, Deutschland ist da ganz oben auf der Liste und auch international. Und zum Glück gibt es eine dritte Krise, die heißt Sinnkrise. Immer mehr Menschen merken, dass diese Ausrichtung auf Materialismus sie nicht wirklich befriedigt. Viele sind auch gar nicht mit ihrer Arbeit verbunden, so in der Industrie. 85% sehen gar keinen Sinn in ihrer Arbeit. Und viele gehen im Burnout oder denken, jetzt rackere ich mich noch durch und häufe noch Geld an. Und wenn ich dann pensioniert bin, dann wird es mir besser gehen. Ne? Man darf heute über Meditation und Achtsamkeit reden. Es zieht gerade sehr auch in Schulen ein und in Unternehmen. Vor 10 Jahren wäre es in der ESO-Ecke gewesen. Also es tut sich einiges. Und wir haben nicht nur die erschöpfte Schulwelt, ich glaube, wir haben auch die erschöpfte Bildungswelt. Würde ich mal sagen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir so nicht mehr weitermachen können. Auch weil die Lehrenden auch krank werden dabei, also zumindest in der Schule. Diese drei großen Krisen sind Ausdruck zunehmender Entfremdung zwischen uns und, ich sage jetzt mal, Mutter Natur, dessen Teil wir ja sind. Wir behandeln sie jetzt wahrscheinlich nicht, die hier sitzen, aber so der Mainstream als Ware, beuten Ressourcen aus. Zwischen der Entfremdung zwischen uns und anderen und im Selbst. Und wir leben jetzt in dieser Beschleunigungsfalle, alles geht immer schneller. Die Technik soll uns Zeit schaffen, aber wir haben immer weniger Zeit. Und der Earth Overshoot Day, den werden Sie wahrscheinlich kennen, der war dieses Jahr erstmalig 4 Minuten in der Tagesschau, bisher war der noch nie in der Tagesschau. Das ist der Tag, die Natur arbeitet ja in Kreisläufen. Und wir greifen ja massiv in die Natur ein, entnehmen Stoffe und Ressourcen und Rohstoffe und geben einen Teil wieder zurück, aber nur einen Teil. Wir entnehmen mehr, als wir zurückgeben. Und der Earth Overshoot Day lag 1970 im Dezember und dieses Jahr lag der Ende Juli. Also dieses stimmt schon nicht mehr mit dem August, Ende Juli. Und wenn alle so leben würden, hier in Deutschland lag der dieses Jahr, letztes Jahr am 4., dieses Jahr am 2. Mai. Das heißt, seit dem 2. Mai, ich habe noch gar keine Ausdrucksweise gefunden, früher habe ich gesagt, leben wir auf Pump, aber das stimmt ja nicht, weil wenn du dir was pumpst, gibt es ja wieder zurück. Ja? Also überfordern wir maßlos die Natur und wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir mehr als 3 Planeten. Das zeigt, wie groß die wie groß jetzt die Herausforderung ist. Von 3 Planeten auf 1. Alles ist gut, was sie tun. Wasser abdrehen beim Zähneputzen. Vielleicht sind sie mit dem Fahrrad heute gekommen hierhin oder mit öffentlichen. Aber es geht um mehr. Die große Transformation bedeutet ein Einstellung- und Haltungswandel. Ich sage jetzt mal teilen statt besitzen. Zeitwohlstand statt Güterreichtum. Gemeinwohlorientierung statt Profitmaximierung. Gesundheitsförderliche Ausrichtung statt lebensförderliche statt lebensfeindliche. Und so weiter und so fort. Und eine solche
Transformation in Einstellungen und Haltungen bedarf immer auch der Transformation der Bildungssysteme. Ja, und so sagt hier der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, die waren ja übrigens auch auf der Straße am Freitag, auf einmal denke ich, sie halten die Schilder hoch. Und da war Maja Göpel bei, die ist im Club of Rome und Vorsitzende da, die kenne ich gut. Die haben gesagt, können wir nicht zugucken, was jetzt da als Vorschläge kommt, als wissenschaftlicher Beirat. Ja, also wir brauchen eine komplette Transformation des Bildungssystems. Ich werde gleich nochmal da näher drauf eingehen. Alles klar. Dieses Paradigma, ich versuche einfach stehen zu bleiben. Dieses Paradigma vom höher, schneller, weiter, mehr, mehr in Konkurrenz gegeneinander ist in alle Bereiche eingezogen. Also die Ausrichtung an Ökonomie. Schauen wir uns unsere Gesundheitssysteme an. Das sind ja eigentlich Krankenhäuser und nicht gesunde Häuser. Alles ist an Materialismus ausgerichtet. Oder Jugendeinrichtungen. Da schon auch der ganze Verwaltungsgeist. Ein Drittel deiner Zeit muss ich Häkchen machen und Eintragungen. In Schulen droht uns das auch mit zunehmender Digitalisierung. In Finance, in Food, in Ernährung und so weiter. Aber eben auch in Bildung. Und da heißt das Paradigma: schneller, effizienter, Bestnote in Konkurrenz gegeneinander. Und je selektiver ein System, Bayern zähle ich zu den selektivsten in Deutschland, ich weiß nicht, die Gesamtschulen kann man abzählen an einer Hand, desto stärker ist natürlich dieser Charakter da. Ich kenne so viele Eltern, die ihre Kinder in der dritten Klasse zur Nachhilfe schicken, damit die 2,3 erreicht wird, damit sie aufs Gymnasium kommen. Ja, das hat nicht viel mit Kinderrechten zu tun und mit Liebe zu Kindern. Jedes Kind hat das Recht auf Ruhe, Spiel, Freizeit und Erholung. Wenn wir uns unsere Grundschulen angucken, bayerische Grundschulen, weiß nicht, ob dieses Recht da umfassend gelebt werden kann. Wir haben Kinder in 9 Jahren im Burnout. Verinnerlichter Leistungsanspruch. Alles wird ausgerichtet auf die Bestnote. Ich spreche ja viel mit Jugendlichen, das hat wirklich, das macht mir wirklich große Sorge. Da schreiben welche eine 2 und sagen, boah, keine 1. Ja, die haben Angst, ihr Umfeld zu enttäuschen, ihre Eltern zu enttäuschen. Und wenn es diesen Professor Schulte-Marquardt nicht gäbe, der vor 4 Jahren, glaube ich, mit diesem Buch Burnout Kids rausgegangen ist, leitet eine große psychiatrische Klinik in Hamburg, dann wüsste ich gar nicht, dass wir so viele Kinder im Burnout haben. Die Noten, ja, dann die Ausrichtung auf Standards. Ich sage mal ein Beispiel, Kinder, die heute in die Grundschule kommen, die sind so diverse, da gibt es Kinder, die haben im Kindergarten schon anderen Bücher vorgelesen, kleine Kinderbücher. Und andere Kinder haben noch nie ein Buch gesehen. Und nach 4 Wochen schreiben die alle den gleichen Test. Da wundert es mich nicht, wenn die gaußsche Verteilungskurve daraus kommt. Die ist aber kein Naturgesetz. Glauben wir dann, die gaußsche Verteilungskurve wäre ein Naturgesetz. Und das geht ja so weit, dass in Bayern der Sabine Czerny, die gute Noten hatte, die sollte verpflichtet werden, 5 und 6 zu geben. Sonst sollte ihr das Beamtentum entzogen werden. Hat sie ja nicht gemacht, sie ist ja zum Glück so an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie nicht entlassen werden konnte. Aber ist doch absurd. In Kanada hast du 4 Jahre Zeit und nach 4 Jahren sollen alle Kinder in Muttersprache und Mathe auf mindestens Kompetenzstufe 3 sein und da wird alles für getan, die da zu fördern und ansonsten haben die sehr viel projektbasiertes Lernen. Ja, also da müssen wir echt nachdenken, was wir da mit Kindern machen. Und diese Normierungskräfte und Normalisierungskräfte, die sind schon so stark in die Erwachsenen eingeträufelt, dass wir nicht auf die Straße gehen und sagen, wir haben 40% Kinder, die durchs Bildungssystem krank sind, Schluss jetzt. Nee, lehnen wir uns zurück und sagen, wir brauchen mehr Psychologen. Das kann doch nicht sein. Jetzt ehrlich gesagt. Die Kinder haben keine Lobby. Die Psychologen sagen, wir brauchen mehr Psychologen. Die Eltern rennen mit im Hamsterrad der Bestnoten.
Und die Ärzte sind still, vielleicht so ein Remolagoma oder so. Oder hier der Schulte-Marquardt. Und die Jugendsozialarbeiter sagen, wir brauchen mehr Jugendsozialarbeiter. Ja, also da müssen wir uns jetzt mal auf die Seite der Kinder schlagen, dass wir gesunde Kinder haben. Und ja, und die Noten tun ihr Übriges. Viele, die eine 4 haben, beziehen das auf sich und sagen, bin ich ausreichend? Ich hatte neulich an der Kasse, achso, ich bin ja schon wieder falsch. Ja, ich gehe normalerweise so hin und her, weil ich neige dazu, nach rechts zu gucken, damit ich alle mal angucke. Und dann ist da auch noch die Säule, hinter der einige sitzen. Ja, ich war bei Edeka an der Kasse und ein kleiner Knirp sagt zu seiner Mutter, du Mama, wieso darf ich denn nicht mit meinen Freunden aufs Gymnasium? Und die Mutter sagt, weil du nicht gut genug bist. Ja, so ist es. Ja, also wir haben echt aufgepasst. Also wir sollten echt uns mal selber hinterfragen. Spielen. Spielen ist total wichtig für Kinder. Inzwischen spielen Erwachsene. In der New Economy, ja, weil das die Kreativität anregt. Spielen ist für das Kind essentiell wichtig. Ein Drang, ein Hang und auch noch in der Grundschule. Dünger fürs Gehirn. Ja? Sorgt für Vernetzung, Absichtsloses. Nicht die Erwachsenen doktrieren dir jetzt ein Spiel auf. Ja, und besonders in der Natur. Einfach da sein, riechen, schmecken, fühlen und so weiter. Wir entwerten Kinder das Spiel als Pausenbeschäftigung. Wo ist Zeit für das Spiel im vollgepackten Curriculum der Grundschule? Ach so, jetzt kommt ein Film, der jetzt nicht geht. Ja? Oh, super. This is a film about the future. But not mine. Mine! 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 Niemand weiß, wie die Zukunft wirklich sein wird. Informations- und Kommunikationstechnologien verändern drastisch, wie Gesellschaft funktioniert und wie globale Kulturen interagieren. Die Kinder von heute werden als Erwachsene in einer Welt leben, die sich beträchtlich von der unterscheidet, die wir heute kennen. Sie werden Probleme lösen müssen, die unser gegenwärtiges Verständnis übertreffen, mit Fähigkeiten, die noch zu definieren sind, mit Werkzeugen, die noch geschaffen werden müssen. How do you prepare a child for that? I think that we need to think in terms of educating for the unknown, for what might come up, for nimble ways of thinking about it, for large understandings that can help us code the unexpected as well as the expected. And to me, that means that 90% of what we typically teach is a waste of time. 90% of what we teach probably constitutes particular skills and particular nuggets of knowledge that those kids will never encounter again in a significant way in their lives. It just doesn't matter. Well, that is completely bizarre. We simply have to do better than that. So, sustainability. How can we make the planet make it more sustainable? What can we do? What can you guys do? Eine der wichtigsten Arten, wie Schülerinnen und Schüler sinnvoll lernen können, ist durch selbstgesteuertes und erforschendes Lernen. Inquiry is about thinking to make meaning. So when we try to seek understanding of the world around us, we ask questions, we wonder, we plan, we analyze, we create, and we reflect. Was Sie in Tansania können, können wir in Nürnberg auch. Ich habe gehört, Nürnberg soll ja, bewirbt sich als Kulturhauptstadt. Da fände ich es super, wenn wir die Lernkultur in den Schulen verändern in Richtung Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung und dass dann das ein Teil wird der Bewerbung. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das ist ja der Kern, wie die Kinder aufwachsen. Ja, was brauchen Kinder? Das lasse ich jetzt mal. Können wir nachher nochmal überlegen. Nee, sag Jamila, was meinst du? Was brauchen junge Menschen?
Also ich spreche nicht, sicher nicht nur für mich, sondern für eine ganze Generation, wenn ich sage, dass wir nicht nur Wissen brauchen, dass wir bisher ja ganz erfolgreich in der Schule auch gelernt haben, sondern dass es auch darum geht, wichtige Kompetenzen wie Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen, Zusammenarbeiten, Kollaboration, all diese Dinge werden in der Zukunft einfach viel, viel wichtiger. Und da wir so viele Probleme auf dieser Welt haben, die wir eigentlich angehen müssen, gemeinsam, denke ich, dass es wichtig ist, da eine Weitsicht zu entwickeln und zu schauen, was brauchen wir wirklich an Fähigkeiten und jede einzelne von uns und wie können wir wirklich zusammenarbeiten, diese Probleme anzugehen. Und dafür braucht man, glaube ich, auch ganz viel Mut, ganz viel Willenskraft und ganz viel Neugierde und keine Angst davor, was falsch zu machen, sondern sich mal auszuprobieren und zu gucken, was können wir wirklich tun, auch wenn es mal daneben geht. Wir müssen neue Lösungen finden für die Probleme, die durch alte Denkweisen entstanden sind. Ja. Ich bin ein bisschen hier. So. Was wirklich zählt, das wissen wir aus der Lernforschung, aus der Gesundheitsforschung. Was wirklich zählt, ist Wertschätzung, Beziehung, Partizipation, Verantwortung, Sinn. Das kostet keinen Pfennig Geld. Das ist das Tolle. Das kostet Haltung. Hinwenden. Sich Zeit nehmen. Wenn wir etwas wollen, braucht es Orte, Zeiten, Räume, Strukturen dafür. Ja, und wie sieht es jetzt aus in unseren Schulen? Ich nenne das strukturelle Paradoxien, weil wir entgegen dem, was wir wissen, unsere Strukturen gebaut haben. Statt die drei salutogenetischen Grundfaktoren heißen Verstehbarkeit, Partizipation und Sinn. Was machen wir in der Schule? Wir zerstückeln alles in Häppchen. Man kann auch sagen, einmal zappen durchs Programm. Deutsch, Religion, Sport, Geografie, Englisch, Mathe, Chemie. Ein ganz normaler Morgen an einer weiterführenden Schule und sogar noch an vielen Grundschulen. Einmal zappen. Mit 300 Sekunden Zeit zum Umschalten. Die Lehrer rennen von einer Klasse in die andere. Wir wissen, Lernen läuft über Beziehung und bauen Schulen, die es Lehrern total erschwert, Beziehung aufzubauen. Wie willst du, wenn du 120 Kinder an einem Morgen hast, wie willst du jedes Kind wertschätzen und in Beziehung gehen und auch noch individuell fördern? Das geht doch gar nicht. Da kannst du nachts bis zwei sitzen. Es geht nicht. Was machen dann die Lehrer? Sie greifen zurück auf die Arbeitsblätter, von denen unsere Vorlage, leben. Ne? Weil es gar keine andere Möglichkeit. Und dann füllen Kinder den ganzen Tag Arbeitsblätter aus. Eine totale Unterforderung in dem, was alles in denen steckt, welche Potenziale, und eine totale Überforderung an Fremdbestimmung. Ja, und die Kinder sind ja zunehmend jetzt genervt davon. Ich habe viel jetzt auch gesprochen mit Lehrerinnen und Lehrern, auch an Gymnasien. Die sind dann total enttäuscht. Die haben sich dann irgendwie den ganzen Abend überlegt, wie motiviere ich morgen meine Klasse fürs Periodensystem Spalte 1 oder so. Und dann interessiert die das gar nicht so sehr. Ne? Also wir müssen wieder Bezüge schaffen. Was hat das mit mir zu tun und so weiter? Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe jetzt in einer Grundschule gesehen, der Hund, die Katze, das Schwein, die vier Mägen einer Kuh. Arbeitsblätter, die hatte ich schon vor 50 Jahren zum Beschriften. Das andere wäre ein Tier, das mich interessiert. Die Kinder rennen los, die schleppen dir alles an, die haben ein Wissen über das Tier, was sie interessiert, bis hin zum Tier kommen die, und du hast auf einmal totale Emotionalität, Leidenschaft, Begeisterung da. Das ist der Unterschied, ob man dich als Person anspricht oder irgend so ein Arbeitsblatt, was sich ein 50-jähriger Mann für ein 9-jähriges Kind ausgedacht hat und dann auch für alle gleich. Das ist auch so. Ne? Jetzt kommt Partizipation, ein Kinderrecht. Kinder haben das Recht, informiert zu sein, mitzubestimmen und gehört zu werden. Wo haben Sie das im Unterricht? Mir hat gestern jemand erzählt, wo waren wir denn? In Wien, genau. Da hatte
Da gab es ein tolles Projekt und dann haben die Schüler gesagt, meinem Lehrer brauche ich das nicht vorzustellen, die hören mir nicht zu. Ich will hier keine Lehrerschelte machen, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich spreche über Systeme, die sowas erschweren, weil dann musst du den Stoff durchkriegen und hast wieder keine Zeit zuzuhören und so weiter. Ja, was machen wir? Wir ballern die zu mit fremdbestimmten Themen, Partizipation im Unterricht, sehr entwicklungsfähig, bedürftig und dann alles im Kontrollgeist, ständiges Testen und Kontrollieren. Naja, und statt Sinn geben wir ihnen die Arbeitsblätter. Und jetzt spreche ich noch mal kurz den heimlichen Lehrplan an. Also ich spreche so sehr viel jetzt schwarz-weiß, um einfach mal deutlich zu machen. Der heimliche Lehrplan, können wir jetzt mal alle überlegen, wie es aussieht in den bayerischen Schulen. Steht der Stoff an erster Stelle oder der Mensch? Jetzt kommt diese ganze Bewertung. Ein Geist von Vertrauen in die Kinder. Na klar, wirst du das schaffen, wir geben dir Zeit. Oder Kontrolle, bis hin zu Echsen. Ich halte die Echsen, also ich glaube, die verletzen die Kinderrechte. Ich war in der Schule, die Kinder sitzen da, hoffentlich schreiben wir gleich keine Echse, die haben keine Pause mehr. Ich weiß gar nicht, dass die Erwachsenen da jetzt nicht mehr einschreiten. Bewertung oder Wertschätzung? Und der Wert ist dann eine Ziffer von 1 bis 6. Ja, und das Ganze führt dazu, unser selektives System, dass wir immer gucken, bist du gut genug? Bist du gut genug fürs Gymnasium? Bist du gut genug aufzusteigen? Und so weiter. Ja, und in Zeiten, wo es darauf ankommt, Systeme zu verstehen, Gesamtheiten zu verstehen, Beziehungen zu verstehen, eine der größten Herausforderungen, gerade jetzt mit der Globalisierung, ist ja die Komplexität, leben wir im Fächerkorsett. Und was der Schule am besten gelingt, ist, den Menschen Angst vor Fehlern einzutrichtern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir nicht auf die Straße gehen, sondern die Kinder gingen als Erste. Weil viele sagen, was soll ich denn schon bewirken? Das müssen irgendwie Politiker machen oder so, ich doch nicht. Und deswegen haben wir jetzt eine Riesenchance, Kindern Selbstwirksamkeitserfahrung zu ermöglichen. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, und so kommen viele Pflichterfüller raus statt kreative Gestalter. Und ich höre viel Klagen von der Uni, dass dann unsere Abiturienten sagen, ist das prüfungsrelevant? Kriege ich da Punkte für? Und so weiter. Wenn das der Output unseres Gymnasiums ist, mache ich mir Sorgen um die Welt. Ich kenne allerdings so viele tolle Jugendliche, dass ich mir doch nicht so viele Sorgen mache, die trotz Schule oder nachdem sie ein Jahr entlernt haben. Ja, ich habe viel mit Unternehmen zu tun, auch so mit New Work und so, die sagen, die müssen ein Jahr entlernen. Entlernen. Ja, ist doch verrückt. Also ich meine, es wird jetzt Zeit, dass wir was ändern. So kann man es ja auch sehen. Erkenntnis ist ja der erste Weg zur Veränderung. Ach ja, dies ist zum Beispiel so eine Einladung. Links zu einer agilen HR-Pioneers-Konferenz. Da haben wir gesprochen. Und rechts, so schreiben unsere Studierenden ihre Abschlussarbeiten. Stärker kann der kulturelle Abgrund dazwischen nicht sein. Ne? Einzelarbeit, Einzelnote, Einzelbewertung und dann auch wollen sie alle die 1,0. Dies ist der berühmte NASA-Test. Man hat 1600 Kindern im Alter von 5 Jahren eine Aufgabe gegeben, die man nur mit hoher Kreativität lösen kann. 98% haben den gelöst und dieselbe Personengruppe wurde dann in einer Langzeitstudie alle 5 Jahre weiter getestet. Bei uns sind noch 2% über. Im Durchschnitt ist reaktivierbar. Wir sind in the box, nennt man das. Wir sind über die Systeme in the box. Wir sagen, nee, das geht nicht und das dürfen wir nicht und so. Fragst du Kinder, ich habe hier gerade ein Problem, dann haben die 10 Lösungen. Und ich arbeite gerade auch mit Führungskräften, die schon lange Führungskräfte sind und das Potenzial haben, CEO zu werden. Die kriegen ein Jahr out of the box mit den wildesten Sachen, damit die überhaupt wieder aus diesen Mustern rauskommen. Ja? Wir erzählen Ihnen nachher ein paar Musterbrüche, die es schon gibt an vielen Schulen.
Ja, die Zukunft, Jamila hat da schon darauf hingewiesen, liegt in Kollaboration, Beziehungsqualität, Vernetzungsqualität. Da ist uns, sind in Vernetzen, sind uns ja die Jugendlichen schon weit voraus. Wir sollten einfach manchmal uns zurücklehnen und die machen lassen, statt ihnen so Steine in den Weg zu legen. Ich war auf der Fridays for Future-Konferenz, da waren ja 1700 junge Leute. Die haben einen ganzen Park, haben die gekriegt vom Oberbürgermeister. Es war der Wahnsinn, wen die sich, welche Workshops die sich reingeholt haben und so weiter. Ganz toll. Und alles friedlich. Die Gesetze waren, keiner raucht, keiner trinkt, jeder spült sein Geschirr ab und wenn Hilfe gebraucht wird, springt jeder ein, so beim Schnibbeln und so weiter. Es war ganz friedliche Stimmung, ganz toll. Ja, also die können ganz schön viel, wenn wir sie lassen. Ja, wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wir brauchen dreifache Verantwortung, kann auch ein Schulprogramm sein. Verantwortung für mich selber, Verantwortung für andere und Verantwortung für unseren Planeten. Und dazu braucht es Formate, dass du das dann lernst. Und dann musst du den Mut haben zum Handeln. Die ganze, alles Wissen und so weiter nutzt dir nichts, wenn es nicht zum Handeln führt. Ja, und für Bildung heißt das letztendlich, Lernen muss sich radikal, tiefgreifend und substanziell verändern. Haben wir gerade schon in dem kleinen Film gesehen. Den gibt es auch in lang. Ich habe den ein bisschen geschnitten. Und radikal meint an die Wurzel gehend. Dass wir wirklich schauen, auf welcher Grund, was machen wir da eigentlich. Ja. Und jetzt komme ich zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft braucht natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das geht zurück auf die Rio-Konferenz 1992. Da haben sich erstmals alle Staaten getroffen, weil man erkannt hatte, dass wir diese großen Themen, vor denen wir jetzt immer noch stehen, nicht national lösen kann, sondern nur in globaler Partnerschaft. Und schon damals wusste man, der heimliche Lehrplan prägt die Menschen. Ich habe das vergessen, vorhin zu sagen. Wir vergessen ja fast alles, was wir in Schule gelernt haben. Man spricht so von 95%. Könnte jetzt mal den Test machen. Mache ich jetzt nicht. Sie wissen, wovon ich spreche. Zitronensäure, Zyklus, alle mal auswendig gelernt und so. Aber Schule hat einen irren Impact auf Einstellungen und Haltung, nämlich durch diesen heimlichen Lehrplan. Kommen da mutige Menschen raus, die gerne experimentieren, die zusammenarbeiten können, die nicht gegeneinander sind und nicht im Ego. Oder eben diese Kultur, die wir jetzt noch haben. Und die große Transformation heißt auch vom Ego in die Kraft des Wir. Ja, und das wusste man da schon. Und deswegen hat man eine Kommission eingesetzt, die sollte herausfinden, wie müssen denn eigentlich die Schulen der Zukunft aussehen. Die haben 3 Jahre geforscht, um Jacques Delors herum, international. Und dann haben sie diese Ergebnisse rausgebracht. Das Buch Lernfähigkeit, unser verborgener Reichtum. Immerhin ist das jetzt schon über 25 Jahre her. Und haben die Neuorientierung des Curriculums empfohlen. Auf diesen 4 Säulen. Lernwissen zu erwerben ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen, ist genauso wichtig wie lernen zu handeln, ist genauso wichtig wie lernen zu sein. Wer bin ich, warum bin ich überhaupt hier auf der Welt, meine Stärken, sich selber kennenlernen und so weiter. Das ist damals an alle Schulen gegangen, aber nur bei sehr wenigen angekommen. Bei mir ist das angekommen. Ich habe auch die ganze Agenda 21 gelesen, das ist das Enddokument der Rio-Konferenz, da steht schon sehr deutlich drin, dass wir komplett die Bildungssysteme einmal umdrehen müssen. Und ich hatte das Glück, 1996 Schulleiterin zu werden, einer Schule im sozialen Brennpunkt in Essen. Wir haben diese Schule auf diesen 4 Säulen aufgebaut, sind sehr bekannt geworden, haben 20 Preise in den ersten 10 Jahren gekriegt. Und an dieser Schule wurde zum Beispiel von 12-jährigen Kindern das Schulfach Verantwortung erfunden. Lernen zu handeln, kannst ja nicht am Tisch, musst ja rausgehen und handeln. Und wir hatten in Klasse 5, 6 so einen Projekttag, wo wir immer etwas im Gemeinwesen gemacht haben. Und dann kamen die Kinder und sagten, wir brauchen gar keine Lehrer, wir können alleine gehen. Und die Erwachsenen alle, ihr seid viel zu klein, ihr seid viel zu klein, wenn ihr mal 10. Klasse seid. Und die, nein, wir sind nicht so klein, jetzt lasst uns mal, ihr könnt uns ja besuchen kommen. Ja. Und dann haben wir das auch gemacht und nach dem Jahr waren alle Erwachsenen überzeugt, genau das richtige Alter, in der Pubertät müssen die raus,
müssen was tun, müssen handeln. Herzensbildung ist das Ganze ja auch. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Also dieses Schulfach Verantwortung hat jetzt seinen 20. Geburtstag dieses Jahr. Und wir haben so um die 400 Schulen, würde ich sagen, in Deutschland, die das jetzt auch schon eingeführt haben. Ja, damit war damals der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung geboren, mit diesem Delors-Bericht. Was bedeutet Gestaltungskompetenz? Dazu brauchst du Wissen, komplexes Wissen, Bewusstsein und dann eben den Mut auch zum Handeln. Das ist damals in Deutschland mit so einem Bund-Länder-Kommission-Modellversuch ausgestattet mit 50 Millionen, mal einmal so gepusht worden und dann versackelt. Kaum einer kennt den Begriff Bildung für Kante. Hat ja im Moment Hochkonjunktur. Ja. Jetzt ist es ein bisschen anders mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Hammer fiel und Jubel brandete auf. Die Einigung auf den Text kam in New York so überraschend, dass sie nur auf Handyvideos festgehalten wurde. Amina Mohamed hat die Verhandlungen koordiniert. Wir haben hier eine extrem ambitionierte Agenda beschlossen. 193 Länder sind sich nun einig, wie wir auf die großen universellen Herausforderungen in dieser Welt reagieren wollen. Hier geht es um uns alle und das macht es historisch. We can be. We must be. The first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. Ja, das sind die 17 Global Goals, auch SDGs genannt, Sustainable Development Goals, oder auch Agenda 2030 genannt. Die sind im September vor 4 Jahren verabschiedet worden. Und es gibt immer noch viele Leute, die gar nicht davon gehört haben. Alle 193 Staaten der UN haben sich nach einjährigem sehr intensiven Prozess ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung dazu committed. Die haben so eine Art Menschenrechtscharakter. Also du wirst jetzt nicht bestraft, wenn du die nicht einhältst, aber man hat sich tatsächlich als Staatengemeinschaft insgesamt darauf geeinigt. Und bis 2030 haben wir weniger als 5000 Tage. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, na, in 10 Jahren fangen wir mal an, sondern morgen. Ja, und Sie sehen, ein Extraziel ist Bildung. Quality Education, der Schlüssel für alles. Und dabei ist Quantität nicht Qualität. Es heißt da zum Beispiel an erster Stelle ein inklusives Bildungssystem. Wie sollst du das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir uns nicht trauen, Kinder 8 Jahre zusammen in eine Schule zu schicken? Ist doch absurd. Zumal wir ja inklusive Systeme haben, die sehr erfolgreich sind. Die skandinavischen Länder zum Beispiel. Ja, jetzt hat die Leuphana-Universität eine Studie gemacht zur Nachhaltigkeit der jungen Generation. Dabei kam erstmal raus, die wollen die Welt verändern, die wollen sich einmischen, die wollen was tun. Das sehen wir jetzt auch bei den Fridays. Dann haben die sich die Schulen angeguckt und haben sich ein wenig erschreckt. Nur sehr wenige haben sich mit Zukunftsvisionen in der Schule auseinandergesetzt. Mit Megatrends, mit in welcher Welt wollen wir leben, mit solchen großen Fragen. Nur 30%, das ist immerhin schon gar nicht so wenig, haben die Möglichkeit kennengelernt, Gesellschaft zu verändern. Und nur 5% haben langfristige Projekte. Die Studie kommt zu einem krassen Schluss. Schule bremst die Jugend aus. Und sie sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in einem Modell, Unterricht, Hausaufgaben, Test und im Fächerkorsett nicht umzusetzen. Punkt. Es muss ein Freiraum da sein, dass Jugendliche rausgehen können, sich engagieren können und die Erfahrung machen, ich kann etwas verändern. Selbstwirksamkeitserfahrung. Die haben den weiteren Schluss, Schule scheint resistent zu sein.
Also dem kann ich jetzt nicht folgen. Ich bin jeden Tag unterwegs. Ich muss viel absagen. Ich bin in sehr vielen Schulen und sehr viele machen sich tatsächlich auf den Weg, grundlegend ihre Bildung zu verändern. Da habe ich jetzt andere Erfahrungen. So, jetzt hat die UNESCO im Kontext dieser Global Goals einen Weltaktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung herausgebracht. Und sie spricht von einem Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel ist eben ein Paradigmenwechsel. Eine Neuausrichtung der Bildung auf Humanität und Werte. Wir haben im Moment eine Ausrichtung auf Bestnoten und Ökonomie und Standards und OECD bedienen. Wobei die OECD schon viel weiter ist als wir. Also wenn man den Schleicher hört und was die OECD sagt, what do children have to learn, dann sind das ganz andere Sachen. Nur die OECD richtet ja tatsächlich alles auf Wirtschaftswachstum aus. Da würde ich jetzt widersprechen. Wir brauchen Bewusstseinswachstum und Vernetzung in die Breite. Aber sonst sind die richtig weit schon. Ja, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung bringen uns vielleicht demnächst auch die Fridays. Wenn die nämlich sehen, wie Bildung ganz anders sein kann, gehen die vielleicht gar nicht mehr in die Schule montags. Ja, die wissen noch gar nicht, wie Bildung anders sein kann. Ich hab zwei Workshops gemacht auf der Sommerakademie, die waren proppevoll und die waren total geflasht. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, die UNESCO spricht vom Whole Institutional Approach in den vier Feldern, innovative Lernformate, die Selbstwirksamkeit ermöglichen, dann Gebäude und Campus, wie leben wir eigentlich, wie gehen wir selber um mit Müll, mit Ernährung, mit Schulgestaltung und so weiter. Dann von der wertschätzenden Beziehung innen und außen. Und zwar außen spielt jetzt eine große Rolle, weil Schule kann alleine gar nicht sich transformieren. Die Lehrer können gar nicht immer alles wissen. Wir müssen mit ganz vielen zusammenarbeiten. Da komme ich gleich im zweiten Teil nochmal drauf. Und jetzt ist was passiert, was ich jetzt nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wer dahinter steckt. Aber was Tolles, Deutschland ist das einzige Land, weit und breit, was den Weltaktionsplan umgewandelt hat in einen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da haben 350 hochrangige Leute dran gearbeitet, anderthalb Jahre. Vom Arbeitgeberpräsident bis zu Bischöfen, Gewerkschaften und so weiter, Jugendliche, NGOs, alles dabei. Und im Juni 2017, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? 2 Jahre, wurde der geht durch die KMK verabschiedet. Bayern hat den unterzeichnet. wahrscheinlich ist sich der weiß der Kultusminister nicht, was da drin steht, vermute ich. Aber wir können den natürlich nutzen. Er ist bildungspolitisches Programm. Interessant ist auch, dass nichts darüber in der Presse steht. Zukunft der Schule heißt Digitalisierung. Heißt jetzt alles mit Geräten ausstatten und jetzt machst du den alten Murks digital. Natürlich keine Innovation. Jetzt kann man sich den nehmen. Also ich mache das in 3 Bundesländern. Ich bin auch sehr eng mit dem Kultusministerium in Niedersachsen verbandelt darüber. Das ist jetzt Originalzitat aus dem nationalen Aktionsplan. Und die sollten wir uns heute Abend zu Herzen nehmen. Und dann vielleicht einen Nürnberger Kreis gründen, der kreative Ideen, Visionen und Gestaltungsmut entwickelt und dann auch in die Tat umsetzt. Also sollen gar nicht die Schulen alleine machen, das können wir hier als Kulturhauptstadt Angehende machen. Man spricht von transformativer Bildung, Ziel ist die Transformation der Gesellschaft. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ja, also radikal neu gedachte Bildung. Also jetzt komme ich nochmal kurz, weil wir gleich so über weiterführende Schule auch sprechen. Wir sind vielleicht auch Menschen aus Grundschule. Das Potenzial für BNE ist bei Kindern besonders groß, weil sich da noch die Werte ausbilden. Und Kinder sind ja auch noch sehr, sehr naturverbunden und tierverbunden. Und deswegen, ganz wichtig, ein Tag raus in die Natur an der Grundschule. Ein Tag raus in die Natur, aber nicht mit Arbeitsblatt, was hinterher benotet wird. Ne?
sondern erforschen, staunen, entdecken, Sorge tragen, Fragen stellen und so weiter und so fort. Das wäre total wichtig, damit sie ihre natürliche spirituelle Beziehung zur Natur nicht verlieren. Die geht ganz schnell weg sonst. Und durch die Digitalisierung, wenn die da immer nur verirren, aus zweiter Hand alles kriegen. Ne? Den zeige ich jetzt nicht. Das ist ein sehr schöner, oder sagen wir den kurz? Nee, das dauert zu lange. Ein sehr schöner Film für Kinder von Malala über die Global Goals. Für Kinder sehr geeignet. Ja, wir müssen generell, ich bin wieder bei Kultur, vom Krisenmodus in antizipatorisches Denken und Handeln kommen. Das ist natürlich eine Kulturwende pur. Was wir machen, ist ja Schocklernen. Warten, bis die nächste Katastrophe passiert. Der Club of Rome hat das schon 1972 Schocklernen genannt und hat 1972 schon gefordert, antizipatorisches Lernen. Die relevanten Fragen der Welt bearbeitet in Schulen und Universitäten in einer Haltung, die durch Zusammenarbeit, Achtsamkeit und Empathie gekennzeichnet ist. Wenn wir da mal angelangt wären. Denn die nächste Krise können wir uns nicht leisten. Wir überschreiten gerade Kipppunkte im Erdsystem. Wenn die einmal überschritten sind, geht es nie mehr wieder zurück. Und da sind wir heute. Die ersten sind schon fast überschritten. Wenn jetzt die Permafrostböden auftauen und so weiter, können wir alles nicht mehr aufhalten. Nur drei Worte zur Digitalisierung. Die Digitalisierung ist die zweite Transformation. Und die Digitalisierung muss sich natürlich in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen. Die Digitalisierung ist ein Diener der Nachhaltigkeit und kann auch Schulen helfen beim selbstorganisierten Lernen und so weiter, auch bei kreativen Sachen, aber nicht, da oben ist Digi und alles bleibt, wie es ist. Interessanterweise sind das, was du für Mündigkeit in der digitalen Welt brauchst, ist dasselbe, was du für ein selbstbestimmtes Leben brauchst, ist dasselbe, was du für die Transformation der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit brauchst. Fehlerfreude, Kreativität, Teamfähigkeit, Problemlösefähigkeit und so weiter. Insofern, wir brauchen auch die New Work, die ja jetzt auch überall schon entsteht. Insofern trifft sich da alles und eventuell, wenn das weiter so bleibt mit dem Druck von Digitalisierung und vielleicht demnächst auch von Unternehmen, die sagen, wir können nichts anfangen mit Menschen, die Pflichterfüller sind, vielleicht bringt das ein bisschen mehr Druck in unsere Bildungssysteme. Auch da muss man vom Konsument, vom Kreativen zum kreativen Gestalter werden. Dies sind jetzt so Sachen, die sagt so ein Ranga Yogeshwar oder so ein Professor Schleicher, ne, zur Digitalisierung. Die Schule von morgen. Die bleiben mir noch ein bisschen zu sehr in der Schule. Wir müssen ja ins Leben raus auch. Das Leben stellt die Fragen. Aber sonst natürlich ganz andere Offenheit. Ja, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wir machen jetzt Folgendes. Ich kann noch ein paar Worte zu mir sagen. Ich komme aus dem System, ich habe 39 Jahre im Schulsystem gearbeitet, bin ausgebildete Gymnasiallehrerin für Physik und Chemie, für Chemie und Biologie. Und war 13 Jahre am Gymnasium, habe total viel von den Kindern gelernt. Die Fünftklässler kamen an, Frau Rasfeld, die Bäume sind alle eingemauert, der Asphalt bricht auf, wir müssen was tun. Ja, haben wir was getan, Logo. Was ich gelernt habe, dass Kinder was tun wollen, dass sie sich engagieren wollen, wie die zusammenarbeiten und dass sie sich nicht eintüten lassen von Verwaltung. Da kamen dann die Leute von der Stadt, die haben gesagt, an diesem Beispiel nehme ich jetzt mal, kein Geld da und geht nicht und so. Und so Kinder lassen sich davon ja nicht beirren. Ja, und dann haben wir total viel geschafft, gemacht, viel Peer-Learning. Wir hatten einen riesen Schulgarten 1980, alles biologisches Gärtnern. Dann kamen sie und sagten, in den Schrebergärten spritzen die Gift, wir müssen die aufklären gehen und. Die waren als Sechsklässler auf allen großen Konferenzen unterwegs. Und da, von denen habe ich total viel gelernt. Ich bin dann bewusst zur Gesamtschule gegangen und bin dann auch bewusst in Schulleitung gegangen und habe dann, wie gesagt, diese Essener Schule aufgebaut,
auf den vier Säulen der UNESCO und wurde 2007 von Eltern gefragt, ob ich nach Berlin komme, um da die Evangelische Schule Berlin Zentrum aufzubauen. Bin ich dann auch gerne hingegangen und bin seit 2016 bin ich im aktiven Ruhestand. Und in Berlin, da haben wir das totale Gegenmodell von Bayern. In Berlin sind wir in einen Modellversuch gekommen, zum Glück Gemeinschaftsschule. Und die Gemeinschaftsschule nimmt alle Kinder auf, alle, geht von Klasse 1 bis 13 und hat ein Verbot der äußeren Differenzierung. Sprich, positiv ausgedrückt, findet Lernformate, wie in heterogenen Gruppen konstruktiv gelernt werden kann. Da ist Deutschland 40 Jahre zurück. Da müssen die Manager Diversity-Seminare belegen, weil unsere Elite nur in Homogenität aufgewachsen ist. Und die Gemeinschaftsschule ist wissenschaftlich begleitet und evaluiert und hat als Ergebnis die ersten, also wir haben mit 12 Schulen gestartet, jetzt haben wir 26. Als Ergebnis ist ganz klar rausgekommen, die Schere von sozialer Herkunft und Bildungserfolg wurde deutlich geschlossen. Und selbstorganisiertes Lernen und so weiter, völlig neue Lernformate wurden erfunden. Und der Lernerfolg ist größer als im gegliederten System. Das durfte natürlich nicht in die deutschen Zeitungen. Also es liegt, kann man alles lesen auf der Senatsseite, aber es ist nicht durch die Republik gegangen. Unsere Schule, die Gemeinschaftsschule, hat mal den Karg-Preis bekommen. Die Karg-Stiftung ist die einzige Stiftung, die Hochbegabung fördert. Und wir haben uns einfach beworben. Und wir haben den Preis bekommen als bestes System für Begabungsförderung. Mit 50.000 Euro dotiert und einer hochrangigen Tagung in der Goethe-Uni. Es stand in keiner einzigen Zeitung. Der Zeit voraus. Die Gemeinschaftsschule kriegt einen Preis als bestes System für Hochbegabung, wo wir doch gerne die Kinder auf Edelgymnasien schicken, in Extraklassen und dann nach St. Afra. Ja, aber manchmal ist man der Zeit voraus. So, jetzt ist allerdings die Zeit, alles was 96 entwickelt wurde an BNE-Gedanken, hat jetzt den Platz, tatsächlich in die Breite zu kommen. So, jetzt habe ich genug über mich erzählt. Jetzt erzählen wir aus der Praxis der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, aber wenn Sie jetzt in Ihrem Kopf haben, ach ja, eine Schule in freier Trägerschaft, die dürfen sowas ja auch, dann kann ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen sofort 10 Schulen öffentliche nennen, die genauso arbeiten. Aber wir sprechen einfach jetzt von unserer, nicht als Kopiermodell, aber als Haltungsmodell und als Musterbrecher. Ja, die Schule, wie gesagt, gegründet 2007. Und wir haben uns überlegt, wie können wir es schaffen, dass die Lehrer nicht von einer Klasse in die andere rennen und diese zerstückelten Alltage haben. Wir arbeiten in Teams, 3 Klassen sind ein Team. Jede Klasse hat 2 Lehrer, die für die Klasse verantwortlich sind, nicht doppelt drin, aber verantwortlich. 6 Lehrer, ein Team, die treffen sich, die kriegen Supervision, die kleine Heimat in der großen. Und die haben fast nur Unterricht in diesen 3 Klassen. Vielleicht haben sie noch einen Oberstufenkurs. In Berlin ist die Grundschule 6 Jahre. Die kommen zu uns, wenn die in der 7 sind. In der 10 sind dann die zentralen Prüfungen. Und ein Großteil geht in die Oberstufe. Wir haben 40% in der Oberstufe, die keine Gymnasialempfehlung hatten. Und haben einen Abiturdurchschnitt von 1,8. Ich bin jetzt nicht so Notenfan, aber nur mal, um das mal aufzumachen. Die Heterogenität geht von Kindern mit Down-Syndrom bis Kindern mit Stempelchen-Hochbegabung. Ist alles dabei. Jetzt haben wir die Heterogenität erhöht. Wir haben gesagt, wir arbeiten in Jahrgangsmischung 7., 8., 9. Dadurch kannst du als Lehrer dich nicht mehr vorne hinstellen und dozieren. Ist ein starker Musterbruch, ist aber nichts Neues. Montessori macht das seit 150 Jahren. Also man kann sich halt vorstellen, wie Montessori-Haltung, Kinder gehen ihre eigenen Wege, werden von den Lehrern begleitet und unterstützt, aber mit modernem Material. In so einem Lernbüro liegen ein paar iPads und so weiter. Ja? Diesmal Montessori-Material für weiterführende Schulen ist mir auch ehrlich gesagt zu eingeengt. Ja, das ist unser Musterbruch gewesen, die anderen kommen gleich, wenn wir jetzt erzählen. Jetzt übergebe ich an Jamila, die...
Ein Kind der zweiten Stunde bist du, ne? Zwar im zweiten Jahrgang gekommen, ne? Dritter? Okay. Ja, klar. Genau. Ich habe jetzt diesen Sommer erst Abitur gemacht an der ESBZ, wie sie kurz heißt, Evangelische Schule Berlin Zentrum, und kann deshalb so ein bisschen aus der Praxis sprechen, wie wir denn tatsächlich lernen, weil es ist immer eine Sache, wenn eine Schulleiterin sich vorne hinstellt und sagt, ja, und so arbeiten wir. Aber Margret war schon immer so gut, auch Schüler mitzunehmen auf ihre Vorträge, sodass wir ja, darstellen, ja gut, wie funktioniert denn das jetzt praktisch, was wir da alles neu machen. Und für manche scheint es eher bekannt, für andere ist das was komplett Absurdes, aber da würde ich sie dann einfach bitten, dass sie sich ein bisschen darauf einlassen und ja, offen sind auch für neue Vorschläge, Ideen und gucken, was sie vielleicht auch schon kennen. Also unsere Schule in Berlin hat sich eben auch ganz stark an diesen vier Säulen orientiert, diese vier Säulen, wie man lernen sollte. Also lernen zu lernen ist die eine, ganz wichtig natürlich. Ich muss wissen, wie lerne ich als Person, als Einzelindividuum am besten und ja, wie kann ich mir dieses Wissen eigentlich beibringen, dass es auf der Welt zu holen gibt. Aber genauso wichtig ist es eben, lernen zusammenzuleben. Und wie lernt man besser zusammenzuleben, als wenn man tatsächlich zusammenlebt? Also in Jahrgangsmischung, verschiedene Herkünfte, verschiedene Teile von Berlin kommen alle in unserer Schule zusammen. Und ja, wir lernen wirklich aufeinander einzugehen und ja, nebeneinander zu arbeiten, egal welcher Altersunterschied, egal welcher Hintergrund. Dann natürlich lernen zu handeln, auch nur indem man handelt und nicht indem man auf einer Schulbank sitzt, auf seinem Stuhl. Und dazu haben wir natürlich auch Projekte, da komme ich später noch drauf zurück. Und natürlich lernen zu sein, sprich, ja, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich, wo will ich hin? Genau, beginnen wir mal mit dem ersten, Lernen zu lernen. Wie gesagt, da geht es ganz viel um Selbstorganisation, sprich selbstorganisiertes Lernen. Und es ist bei uns so, dass wir dafür sogenannte Lernbüros entwickelt haben. Steht auf dem Stundenplan so, Lernbüro bedeutet einfach, dass du jeden Morgen die Freiheit hast, wenn du in die Schule kommst, was mache ich jetzt? Sprich, du suchst dir ein Fach aus, Mathe, Deutsch, Englisch, Geschichte, Geografie, was auch immer, und dann gehst du in einen entsprechenden Fachraum, wo du alle Materialien zu diesem Fach findest und erarbeitest dir die Themen, die du in diesem Fach sozusagen als Grundlage brauchst, selbst. In jedem Lernbüro ist aber natürlich auch ein Fachlehrer, auf den du zurückkommen kannst. Es ist komplett kein Frontalunterricht, weil er gar nicht möglich ist in der Jahrgangsmischung, sodass du wirklich die Themen, die für deinen Jahrgang gerade vorgesehen sind, dir nach und nach erarbeitest, in deinem eigenen Tempo, so schnell und so intensiv, wie du das gerne möchtest, mit Rücksprache und deinem Lehrer. Und natürlich hast du jederzeit die Möglichkeit, andere Schüler zu fragen, weil es gibt immer jemanden im Raum, der das Thema schon mal bearbeitet hat, den du dann fragen kannst, wenn du mal was nicht verstehst. Und andersrum, Stichwort Lernen zusammenzuleben, auch es wird immer gepredigt, wie toll helfen ist und sich zu unterstützen, aber wenn man dann ständig dafür eigentlich dazu ermahnt wird, leise zu sein und sich gegenseitig nicht zu helfen, wird natürlich was anderes vorgelebt und deswegen ist es sogar erwünscht, dass du, wenn du was weißt, das jemand anderem gut erklären kannst. Und das sind dann einfach nicht so feste Strukturen. Du störst damit niemanden, um jemandem was zu erklären und hältst auch niemandem vom Unterricht ab, weil ja eh jeder sein eigenes Tempo hat. Und dann ist es auch so, dass wir die ersten paar Jahre gar keine Noten kriegen. Ich persönlich bin auch nicht so der Notenfan, nicht weil die jetzt so schlecht gewesen sind, aber Berlin ist eben nicht in allem das Gegenstück zu Bayern, wie Margret das vorhin so gesagt hat, sondern wir haben eben auch ganz viele Schulen, die meisten Schulen, die normal arbeiten. Und ich war ein Jahr lang auf einem Gymnasium in Berlin, wo man so eine Schnellläuferklasse hat. Also nicht G8, sondern G7. Ganz tolle Idee. Alles noch schneller, noch effizienter, was auch immer. Als Schüler habe ich mich ziemlich verheizt gefühlt, ehrlich gesagt, weil es immer nur ging, auswendig lernen, Test schreiben, ausspucken, nächstes Thema, vergessen, ausblenden. Helfen war schon mal gar nicht, nachfragen ging auch nicht. Ich habe wirklich eine richtige Angst entwickelt, Fragen zu stellen, weil das hieß dann nur, ja Mädchen, du störst oder hättest du mal gleich aufgepasst oder sowas. Und das war so eine furchtbare Erfahrung für mich, ich war 10 Jahre alt, dass ich A, das Gefühl hatte, keine Freizeit mehr zu haben, weil die ganze Energie in die Schule ging und ich war nur noch darauf konzentriert, abzuliefern, hatte richtige Angstzustände, teilweise nachts, weil ich Angst hatte, irgendwelche Hausaufgaben zu vergessen oder eine Klassenarbeit morgen schreiben musste und immer noch nicht das Thema verstanden hatte, was auch immer, und habe dann ein richtiges, für mich Horrorjahr durchlitten und habe deshalb auch die Schule gewechselt. Aber wir bekommen eben auch aus dem Grund erstmal keine Noten, um als Schüler die Chance zu haben, zu verstehen, dass es eben nicht nur um Noten geht und dass ich nicht in der Schule bin
für die Note und dass ich nicht für die Note lerne und auch nicht für meine Eltern und auch nicht für wen auch immer, für meine Lehrer, sondern dass ich tatsächlich für mich lerne. Und es war für mich eine total wichtige Erfahrung, das zu begreifen. Und da hat es mir einfach mega geholfen, diesen Notendruck überhaupt nicht erst zu haben, sondern da frei zu sein. Was nicht bedeutet, dass wir kein Feedback kriegen zu dem, wie wir arbeiten. Wir bekommen einfach Zertifikate. Wir bekommen Zertifikate, wenn wir was abgeschlossen haben, ein Thema, ein Baustein, wie wir diese Themen nennen. Und da steht ganz genau drin, was du gemacht hast, was du geleistet hast. Da ist nach dem Top-Tipp-System bewertet, sprich erstmal Top, was war super, was solltest du auf jeden Fall beibehalten. Und dann aber auch ein Tipp, ne, was könntest du vielleicht noch verbessern. Fand ich immer viel sinnvoller und konstruktiver als eine Note, mit der ich meistens nicht so richtig was anfangen konnte, weil sie mir nicht genau gesagt hat, was ich denn jetzt eigentlich verbessern soll. Das war so eine 2, ja ganz gut, nicht perfekt, aber ich wusste nicht, was genau soll ich denn jetzt verbessern. Aber durch so ein Feedback, das ist einfach viel individueller und letztendlich dann auch wertschätzender, wenn ich weiß, dass da werde ich ein Stück weit wieder gespiegelt. Diese Note war super unpersönlich für mich. Eine ganz kurze Frage dazu? Genau, ich meine, mit den Bausteinen, aber es ist hier, wie wir miteinander arbeiten. Genau, also wir haben ein Logbuch, das sieht man auch auf dem Bild ein bisschen, die beiden Mädchen haben das da drunter. Da dokumentieren wir, was wir gemacht haben in jeder Lernbüroeinheit und haben auch eine Übersicht zu den ganzen Themen und die bauen natürlich schon aufeinander auf. Es ist sinnvoll, was ich, Bruchrechnung gemacht zu haben, bevor du Wahrscheinlichkeiten ausrechnest. Das ist dann so organisiert. Genau, wir haben diese Lernbüros haben wir auch nur 10 Stunden die Woche. Der Rest ist dann in anderer Form, was ich gleich erzähle. Aber da geht es echt so um diese Basics, die man auch für diese zentralen Prüfungen später braucht. Und da ist eigentlich alles drin, was man erstmal braucht. Also Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftskunde. Die 4 Fächer. Und entgegen den Nürnberger Nachrichten, da stand, wir würden bis Klasse 13 keine Noten geben. Ab Klasse 9 müssen wir zusätzlich zu den Zertifikaten leider Noten geben. Genau. Aber die ersten beiden Jahre fand ich schon mal sehr hilfreich, um von diesem Notenthema und diesem Warum lerne ich eigentlich bisschen wegzukommen. Und wir kriegen aber weiter natürlich Zertifikate. Die Noten sind dann so zusätzlich. Haben mich dann aber nicht mehr so interessiert, weil ich es viel wichtiger fand, mal auf mein persönliches Feedback zu mir zu gucken und zu gucken, was habe ich hier eigentlich geleistet. Und so sind unsere Lernbürostunden, die haben mittlerweile auch echt schon viele Schulen, so selbstorganisiertes Lernen. Und es ist auch super wichtig, dass wir uns das selber beibringen. Sprich, du kommst nicht auf die Schule und kannst dich perfekt selbst organisieren. Total utopisch, aber du lernst es. Und dann gibt es Leute, die finden sich in 3 Wochen ein und können das super. Und dann gibt es Leute, die brauchen einfach ein paar Jahre, um sich gut selber zu organisieren. Und das ist das Wichtige, dass wirklich deine Entwicklung ist in deinem Tempo. Und dass du immer auch die Unterstützung bekommst von Lehrern, so wie du sie brauchst. Und dafür haben wir eben dieses Tutorensystem entwickelt und das ist auch super wichtig für unser freies System, ohne das würde das gar nicht funktionieren, dass eben so läuft, dass wir, wie erwähnt, 2 Klassenlehrer haben, die sich die Klasse teilen und auch die Schüler aus dieser Klasse unter sich aufteilen und damit ungefähr 13 Tutanten, also 13 Schüler haben, die sie wirklich intensiv betreuen und dann jede Woche auch ein Coaching-Gespräch oder ein Tutorengespräch mit denen führen, wo einfach abgeklärt wird, als allererstes, ja, wie geht es dir als Schüler, weil wenn es dir als Schüler persönlich nicht gut geht, kannst du auch nicht gescheit lernen. Das bedeutet, da wird einfach alles, was du auf dem Herzen hast, alles, was du an Problemen hast, kannst du da mit deinem persönlichen Vertrauenslehrer besprechen. Super wichtig. Aber natürlich werden da auch schulische Sachen angeguckt. Der Tutor hält natürlich auch Rücksprache mit den anderen Lehrern, weiß ungefähr, wo du stehst, bespricht mit dir, wenn du irgendwo nicht weiterkommst. Kann halt auch nicht sein, dass ein Schüler, der Mathe total begeistert ist, einfach 3 Wochen nur in Mathe geht und die ganzen anderen Fächer außen vor lässt. Wird natürlich schon geschaut, ne? Was ist denn hier los? Warum machst du die anderen Sachen nicht? Wie können wir da eine Lösung für dein Problem finden? Weil ich glaube nicht, dass ein Schüler auf die Welt kommt und sagt, ja, Deutsch und Englisch finde ich total bescheuert. In der Regel ist es entweder ein Ereignis oder irgendwas, was dahinter steht. Man kommt mit dem Material nicht gut zurande oder man mag den Lehrer nicht oder was auch immer. Und dass dann geschaut wird, wie können wir für dich persönlich eine Lösung dafür finden. Und das ist eben nur möglich, indem wir einen Lehrer haben, der uns gut kennt. Für mich war es super wichtig, einen Lehrer zu haben, der mich persönlich gut einschätzen konnte und mich dadurch gezielt unterstützen konnte und nicht nur so oberflächlich irgendwie mal so eine Musterlösung für alle erschaffen. Und man sagt ja auch halt, Lernen läuft über Beziehung. Und Beziehung findet in den meisten Schulen einfach sehr, sehr wenig
statt. Und das ist nicht der Schuld der Lehrer oder der Schüler oder der Eltern, es geht nicht um Schuld, sondern es ist einfach, das System verhindert systematisch Beziehungen, weil die Lehrer alle 45 Minuten, wenn sie Pech haben und die nächste Klasse sind, die 39 Schüler für sich haben, überhaupt keine Beziehung aufbauen können. Aber durch diese Gespräche, und da spreche ich auch für die Lehrer, die dann sagen, diese Gespräche mit den Kindern, das erinnert mich daran, warum ich Lehrer geworden bin, weil mich das total aufbaut und ich sehe auch den Fortschritt von meinen Tutanten und ich sehe, wie die vorankommen und es ist ein total schönes Gefühl. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich Lehrer sein würde oder ich merke es bei meinen Geschwistern, ich freue mich so für die, wenn die einen Erfolg haben und ich daran irgendwie beteiligt war, weil ich ihnen weiterhelfen konnte. Genauso mit meinen Mitschülern. Wenn ich denen helfen kann, freue ich mich genauso, wie sie sich darüber freuen, wenn es ihnen geholfen wurde. Und ja, das ist sowas, das kriegst du nur in einem System mit, das dafür auch Freiraum gibt, die Zeit gibt für Beziehung, Zeit für Beziehung, auch ein ganz wichtiges Thema. Ganz viele Lehrer sagen, wir würden so gerne solche Gespräche führen, aber wir haben die Zeit dafür einfach nicht. Das heißt eigentlich, dass das System sagt, für das Wichtige ist hier keine Zeit. Und unsere Schule zahlt den Lehrern einfach 2 Stunden in der Woche, ganz konsequent, damit die mit uns ins Gespräch gehen. Also ganz, ganz wichtiges Fundament, ohne das, wie gesagt, unsere Schule und das System, wie wir es aufgebaut haben, gar nicht funktionieren würde. Jetzt haben wir natürlich nicht den ganzen Tag nur Lernbüro. Genau. Also vielleicht noch dazu, wir kriegen wie gesagt so ein Zertifikat, wenn wir ein Thema abgeschlossen haben. Und ein Thema abschließen tust du, indem du einen Test darüber schreibst. Und das ist aber natürlich nicht so, dass du sagen kannst, ja, zum Zeitpunkt X schreib dir bitte alle den Test zu Wahrscheinlichkeiten oder so. Sondern es ist so, wenn du ein Thema bearbeitet hast, meldest du dich auch selbstständig für den Test an. Ganz wichtig, weil nur du weißt, wann du ein Thema verstanden hast, beziehungsweise natürlich auch dein Lehrer, wo du regelmäßig irgendwie ein Heft abgibst oder mit dem kurz sprichst, wie weit du bist. Aber du meldest dich wirklich erst dann an, wenn du bereit bist und das Thema verstanden hast. Nimmt ganz viel Druck aus der Sache. Ich, wie gesagt, mit 10 Jahren immer Angst davor gehabt, irgendeinen Test zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es noch recht nicht richtig. Ist mir hier nicht mehr passiert, weil ich wirklich nur dann einen Test geschrieben habe, wenn ich dafür bereit war. Und dann zusätzlich natürlich noch der Fakt, dass der Test nicht mehr dein Ziel ist. Du arbeitest nicht mehr auf die Klausur, auf die Klassenarbeit hin, sondern du gehst deinen Weg, lernst und der Test ist nur noch so ein, ja, ich schließe das jetzt mal ab. Und das hat gar nicht so viel Gewichtung wie normalerweise so eine Klassenarbeit. Und ja, so ist das sozusagen so eingegliedert, dass das gar nicht mehr auffällt. Ganz im Gegenteil, die Kinder wollen wirklich Tests schreiben, weil sie ja dann wieder ein Zertifikat kriegen und das in ihre Sammlung nehmen können und so. Ganz schön. Und da waren dann viele Oberstufenschüler, die haben gesagt, ich muss die Noten haben, ich will mich vergleichen, ich muss mich vergleichen, sonst kann ich nicht lernen. Die sind natürlich schon so durchs System so geworden. Ne? Ich hatte mal eine, die ist mir gerade eingefallen, eine Schülerin mit, die wurde auch gefragt, glaube ich, wie war denn der Umschwung von der Grundschule? Und dann hat sie gesagt, und ich kenne die Eltern, die kommt aus einem ganz freiheitlichen Elternhaus. Und sie sagt, ich habe nur noch für die Note gelernt, nur noch für die 1. Wenn ich eine 2 plus hatte, habe ich mich zu Tode geärgert. Und dann komme ich auf eine Schule, da gibt es keine Note und keinen Testtermin. Ich bin in ein schwarzes Loch gefallen. Das hat mich so erschreckt, das hätte ich niemals gedacht, dass dieses Mädchen so war in der Grundschule, bei der Familie. Aber das zeigt auch, wie die ganze Gesellschaft da reinhaut sozusagen, ne? Aber die hat nach 2 Wochen, war die gedreht, hat für sich gelernt, die hat es schnell begriffen. Aber so Geschichten, wir könnten noch viele erzählen, die machen einen dann doch sehr nachdenklich. Ne? Ganz genau. Also mir ging es genauso. Ich habe in meiner Gymnasiumszeit dann auch nur noch für den Test und wollte gute Noten und meinen Standard von der Grundschule halten. Und deswegen habe ich mich aber in dem System so befreit gefühlt, weil plötzlich musste ich nicht mehr, hatte ich diesen Druck gar nicht mehr. Für mich war das kein schwarzes Loch, sondern eine riesen Chance, mal zu zeigen, was ich kann, auch ohne, dass mir die Note im Nacken sitzt. Aber ich kenne auch ganz viele Schüler, die sagen, ja, ohne den Druck, da würde ich gar nichts mehr machen. Das denken viele, aber erleben es dann doch anders, weil die wird so schnell langweilig. Wir hatten auch Bildungsverweigerer bei uns in der Schule, die also haben sich dahin hingesetzt und ich glaube, der Längste hat ein halbes Jahr durchgehalten, dass er wirklich nichts gemacht hat. Aber es ist nicht so, dass Kinder auf die Welt kommen und sagen, nee, Verweigerung, ich lerne gar nichts. Ich lerne weder laufen, noch sprechen, noch interagiere ich mit jemandem. Das gibt es so eigentlich nicht und
Das ist aber das Schöne, glaube ich, und auch die Aufgabe der Schule, dann diese Neugierde zu erhalten und vielleicht sogar zu fördern, dass man so ein Angebot macht, ey, ihr könnt so viel lernen, und dass man dann den Kindern aber auch die Wahl lässt und diese Freiheit lässt, sich auf das zu verschärfen, was ihnen gerade Spaß macht, was sie gerade extrem interessiert. Und das sind einfach ganz oft diese Grundfertigkeiten, die man von uns fordert. Ich habe ganz viel gelernt, und dazu komme ich jetzt in den Projekten zum Beispiel, wo ich später gemerkt habe, jetzt auch, wo ich Abitur gemacht habe, was ja auch zentral ist, da konnte ich so viel Wissen aus Projekten mit einfließen lassen, das hätte ich im Unterricht mir wahrscheinlich niemals im Leben behalten, aber dadurch, dass ich das mit einem Erlebnis verbunden habe und mit einer eigenen Erfahrung, konnte ich das eben ganz genau noch schildern und mich daran erinnern. Und zu den Projekten, also es kennen ja auch viele, so Projektarbeiten und meinen Projekten arbeiten wollen ja auch ganz viele Schulen, und man nimmt sich dann vielleicht, wenn man Glück hat, so die letzte Woche vor den Ferien, weil da gibt es eh nichts mehr Gescheites zu lernen irgendwie, und dann wird dann mal so ein Projekt gemacht. Aber es hat leider meistens nicht so richtig nachhaltig, weil die Schüler innerlich auch schon in den Ferien sind eigentlich. Und deswegen haben wir ein Format entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen Projekt ganz fest im Schulalltag verankern und nehmen uns dafür einen gesamten Tag in der Woche, jede Woche, einen Tag Projektarbeit. Also 5 Stunden, die du am Stück Zeit hast, in Projekte zu gehen. Und in der Regel geht so ein Projekt einfach für 6 Wochen. Das heißt, man sucht sich meistens so als Klasse irgendwie ein Oberthema, kann sowas sein wie die SDGs zum Beispiel jetzt oder eins davon. Oder es kann auch sowas sein wie Gesundheit, Wasser, Nachhaltigkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit, was auch immer. Und dann schaust du als Schüler, okay, ich habe jetzt diesen Oberbegriff, was interessiert mich daran? Was könnte so eine Forscherfrage sein, eigene Forscherfrage aus dir heraus, wo ich tiefer reingehen möchte? Das kannst du alleine machen, kannst du aber auch in einer kleinen Gruppe machen. Und dann gehst du rein. Zum Beispiel habe ich mal, als ich in der 7. Klasse war, hatten wir das Thema Gesundheit. Und da hat sich meine Gruppe auf das Thema Wasser spezialisiert. Und ich bin irgendwie auch, glaube ich, über einen Impuls von dir, Margret, auf das Thema virtuelles Wasser gestoßen. Und wir haben uns dann so gefragt, okay, virtuelles Wasser, was ist das eigentlich? Und wir wussten es nicht. Dann sind wir auf die Straße gegangen, am Alexanderplatz, und unsere Schule ist nicht so weit weg, und haben Leute befragt, wissen Sie, was virtuelles Wasser ist? Und ja, uns ist aufgefallen, die meisten wissen das nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt klären wir die Leute doch darüber auf. Haben wir eine große Kampagne gemacht, haben eine Aufklärung darüber gestartet, Flyer entworfen und eine Ausstellung dazu gemacht. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was virtuelles Wasser ist. Das ist einfach das versteckte Wasser zur Herstellung bestimmter Produkte, für 1 Kilo Fleisch zum Beispiel oder eine Jeans, 8000 Liter Wasser, die da verbraucht werden. Und es hat uns einfach so erschüttert, diese Information, dass wir was dazu tun wollten. Und daraus, und das wusste ich gar nicht, das hat mir Margit neulich erzählt, ist was entstanden. Ich wusste zwar, dass es gibt an unserer Schule, ich wusste nur nicht, dass wir der Impuls dafür waren, eine Tauschbörse für Klamotten zu machen. Weil wir gemerkt haben, ne, wenn man neue Klamotten kauft, verbraucht eigentlich viel Wasser, aber wir haben so viel zu Hause in den Schränken, dass wir gar nicht mehr brauchen. Wir tauschen das einfach untereinander. Und jetzt haben wir echt regelmäßig eine Tauschbörse gehabt, total schöne Sachen dabei. Macht auch total Spaß, weil man Leute von außen einladen kann, da zusammen darauf aufmerksam machen. Und so entstehen aus den Projekten immer Sachen. Das Wichtige ist nur, dass man sich in dieser Projektzeit mal auch Zeit hat, wie ich es erzählt habe, mal rauszugehen, nicht immer in der Schule zu hocken und in seinen 4 Wänden zu denken, sondern wirklich mal auf die Straße gehen, Interviews führen, sich Experten einladen, irgendwelche Sachen besichtigen. Man kann so viel machen und man kann so viel in der Welt lernen, und die Leute sind auch so bereit, ihr Wissen zu teilen mit uns. Wir haben die tollsten Interviews mit den interessantesten Leuten geführt. Und gleichzeitig lernst du einfach ganz viel, was eh vorgesehen ist. Ne? Wie schreibe ich einen guten Reflexionsartikel, wie führe ich ein tolles Interview, wie mache ich ein Projektmanagement und wie bereite ich einen guten Vortrag vor, wenn wir es dann präsentieren. Also man lernt ganz viel in diesen 5 Stunden die Woche, dass die gar nicht so bewusst ist, und dann machen wir natürlich nach jedem Projekt eine Reflexion darüber, was habe ich eigentlich gelernt, was habe ich gemacht, und dann ist einfach nicht nur ganz viel inhaltliches Wissen drin, sondern du hast halt wirklich einiges gelernt, was du gar nicht gemerkt hast, weil es komischerweise Spaß gemacht hat. Also es ist immer noch mal so eine Realisation, dass so Projekte total nachhaltig sein können. Lehrerinnen und Lehrer haben in der Regel nicht gelernt, Projekte anzuleiten. Da kann man aber Fortbildung machen. Aber man darf jetzt nicht warten, bis alle Lehrer fortgebildet sind. Also die Unis sollten jetzt schnellstens das aufnehmen, und sonst muss ein Lehrer einfach, so haben wir das gemacht, wir lassen mal los und wir werden immer besser. Und parallel dann Fortbildung. Weil Schüler sind schon ganz schön pfiffig heute. Auch. Ja. Und
schulintern dazu auch was gemacht. Aber das wäre wirklich wichtig für die Unis. Inzwischen arbeiten ja in den Unternehmen, wird 40% über Projekte jetzt durch Projektmanagement gearbeitet. Das wird ja noch mehr werden. Ja, jetzt ich übernehme mal kurz, weil ich habe Ihnen was mitgebracht für Nürnberg. Eine Idee für alle Schulen und für die ganze Stadt. Ich fange an. Ach so, ich habe ja ein anderes. So. Mit dem nationalen Aktionsplan. Da steht doch auf Seite 85 dieses. Unverzweckte Freiräume. Essentiell für die Zukunft. Freiräume sind zeitlich fest verankert, aber ohne Curriculum, dienen den selbstgewählten Fragen und Interessen der jungen Generation. Und das habe ich Ihnen mitgebracht. Der Friday. Für den Lernbereich Zukunft. Zukunft kommt in keinem Schulbuch vor und in keinem Curriculum. Alle rückwärtsgewandt, meistens 10 bis 20 Jahre in Inhalten oft auch zurück. Wird so in unseren Physikbüchern steht, sind wir weiter. So, mindestens 4 Stunden. Wissen, Handeln, Netzwerken. Und plötzlich ist für alles Zeit. Plötzlich haben Sie Zeit für Lernen mit Herz, Hand und Kopf. Für das Verstehen der großen Fragen unserer Zeit. Für Begegnung mit Zukunftsforschung. Für Menschen, die inspirieren. Das Teilen von Good News. Wir kriegen ja immer nur die Katastrophen. Wir könnten ja jeden Tag Good News teilen. Entwerfen von kreativen Zukunftsvisionen und Lösungen. Umsetzen in Schule und Gemeinde. Alle zusammen kann Nürnberg nachhaltige Stadt werden. Zeit auch für Pädagoginnen. Es kann ja sein, dass jetzt die Schüler gut betreut werden und die Pädagogen haben mal 6 Wochen Zeit für Projektmanagement lernen oder für Sonstiges. Ja? Jahrgangs- und schulübergreifende Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit mit NGOs, außerschulischen Lernorten, Unternehmen, Künstlern, Unis, Wissenschaftlern und so weiter. 4 Stunden für Zukunft. Wir machen uns ja nur Stress. In einer Schule, in der ein Lehrer mal ein Projekt machen will, muss er sich Stunden klauen von seinem Kollegen. Dann sagt der Kollege, das passt aber gar nicht, wir schreiben übermorgen eine Arbeit und so weiter. Also es ist nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Es ist in Schulen schon unterschiedlich, aber oft spielen dann Sachen so eine Rolle und jetzt hast du auf einmal für alles Zeit. Und eine Schule, die die 4 Stunden für Zukunft nicht finden kann, sollte schließen. Ja, also ich bin da jetzt seit, und so können Schulen Werkstätten werden, Wirkstätten und Tatorte für weltverantwortliches Handeln. Durch ein einfaches Modul, was alles öffnet. Also ich bin da jetzt seit ein paar Wochen mit unterwegs. Die Leute klatschen alle, die Lehrer sagen, boah, super, wäre das super. Die außerschulischen Partner, boah, endlich kämen wir in Schulen rein. Weil gehen wir als Künstler in 45 Minuten oder so, ne? Und wir haben jetzt wirklich tolle Sachen, so von den NGOs auch, die haben tolle Sachen auch entworfen und so weiter. Und was man ja auch oft hat, ist, man hat eine Klasse und jetzt interessieren sich 6 dafür, wir wollen unsere Schule plastikfrei machen und den Rest interessiert es nicht. Jetzt könnten die aber auch unterschiedliche Themen bearbeiten und mit jahrgangsübergreifend und so weiter. Das wäre doch was für Kulturhauptstadt, finde ich. Habe ich Ihnen mitgebracht, eine Karte für alle. Umsetzen müssen Sie. Ich hatte letzte Woche einen Artikel, vorletzte Woche in der Zeit da schon einen Artikel zu. Der Zeitredakteur hat mich angeschrieben, hat gesagt, haben Sie auch so viele positive Rückmeldungen? Ich hatte noch nie so viele positive
Rückmeldung auf einen Artikel in der Zeit. Also er kommt ziemlich gut an. Es kann sein, dass ein Kultusminister das sogar allen Schulen empfiehlt. Ja, aber wir haben ja die pädagogische Freiheit. Und es steht im nationalen Aktionsplan, ist doch wunderbar. Warum sollen wir bis 2030 warten, bis vielleicht der bayerische Kultusminister uns den aufzwängt? Es könnte sogar sein, dass die Kultusministerien sich freuen, weil die wissen ja gar nicht, wie sie das machen sollen. Wenn jetzt Schulen vorangehen, ne? Man kann ja erstmal sagen, freiwillig, und dann werden wir immer mehr und dann wird Nürnberg eine lebendige Stadt an einem Tag in der Woche ein. Lebendiges Lernen, alle voneinander und zusammen. Ich schlage den Friday auch vor für Universitäten und Unternehmen. Jetzt noch etwas. Eine neue Studie hat ergeben, das größte Defizit ist nicht das Wissensdefizit, ist auch nicht das Umsetzungsdefizit, es ist das Hoffnungsdefizit. Es gibt viele Studien bei Erwachsenen und Kindern, Jugendlichen. Da geht es um erwünschte Zukünfte, die werden benannt und mit sehr hohen Wertungen benannt. Und dann wird gefragt, und was glaubst du, dass das in 10 Jahren eingetroffen sein wird? Und dann gehen die radikal runter, die Zustimmung. Und wir wissen andererseits, wenn ich nicht glaube, dass etwas eintreten wird, dann ist die Bereitschaft, Handeln zu verändern, ziemlich klein. Und das ist ja gerade das Dilemma, in dem wir stecken. Wir wissen ganz viel und handeln nicht danach. Und dieses der schlafende Riese steht in dieser Studie. Und dieses größte Defizit können wir ja zum größten Hebel machen. Hat ja eine Wahnsinnshebelwirkung. Und wie kriegt man Hoffnung? Durch Selbstwirksamkeitserfahrung. Wann können wir die machen? Am Friday. Also ganz einfach. Ne? Nicht so einfach, aber... Ich meine, mein Vorschlag ist, von jeder Doppelstunde 5 Minuten wegnehmen. Dann hast du schon 2 Stunden. Ne? Ganztagsschulen haben eh einfach und sonst gibt abwechselnd ein Fach rein. Die Kompetenzen, die du da erwirbst, stehen alle im Curriculum. Ja, also das ist mein Geschenk für Nürnberg als Kulturhauptstadt. Wir haben 4 große Professoren. Einer ist Nida Rümelin, der ist ja Philosophieprofessor hier an der Uni, war mal Kulturstaatsminister. Dann der Professor Zierer, der hat, glaube ich, die PISA-Studie betreut in Deutschland. Und ach so, da stehen sie ja. Und Prenzel. Zierer hat Hetti nach Deutschland gebracht und Prenzel PISA-Studie. Die hatten im Spiegel im Januar diesen Jahres einen großen Artikel. Sie haben gesagt, radikale Entrümpelung der Lehrpläne. Mut zur Lücke. Stattdessen Zeit für die großen Schlüsselfragen unserer Zeit, die interdisziplinär behandelt werden, auf der Basis von Humanität und nicht Ökonomie. Wann machen wir das? Am Friday. Ja. BNE bedeutet Aufbau von Kooperationen. Dies ist auch ein interessantes Statement aus dem Nationalen Aktionsplan. So können wir nämlich mit dem Friday Bildungslandschaften aufbauen. Ganz Nürnberg kann eine Bildungslandschaft werden. Und zwar soll es nicht eine einzelne Maßnahme sein, sondern es geht um die Schaffung einer Partizipationskultur in Schule und Gesellschaft. Weil die Zukunft liegt in der 4. Kraft der Zivilgesellschaft. Die Ideen kommen aus der Zivilgesellschaft. So, können wir alles machen über den, kann man auch nicht über den Friday machen, aber ich finde, der Friday ist ein gutes Tool dafür. So, jetzt machst du was. Partizipationsfähigkeit stärkt natürlich BNE. Klar, also zum Beispiel Partizipation in der Schule, was viele kennen, ist der Klassenrat, dass man mal der Klasse die Aufgabe überträgt, sich selbst zu organisieren, zu strukturieren. Bei uns läuft es dann so, dass die Klasse wirklich die ganzen Aufgaben, die sonst so ein Lehrer in einer Regelschule übernimmt, an Moderation, Regeln einhalten und so weiter, Zeitplan, dass die dann eben auf die Klasse verteilt werden, auf verschiedene Ämter und du dir dadurch selbst regelst, Probleme besprichst, aber auch mal einen Klassentag selbst organisierst. Bei uns ist es nicht so, dass der Lehrer vorgibt, ja, an der Klassenfahrt fahren wir jetzt da und da hin, sondern wir besprechen, na, wo wollen wir hin, wie finanzieren wir das, wie machen wir das am besten. Alle sind beteiligt, alle werden eingebunden und das funktioniert in der Jahrgangsmischung auch super, weil die Kleinen natürlich sofort merken, wie das funktioniert und dann sich nach und nach immer mehr trauen.
Und das Gleiche haben wir dann auch nochmal als Schule, dass wir jede Woche eine Schulversammlung machen, wo wir als Schule zusammenkommen und auch wichtige Punkte besprechen, wie zum Beispiel Good News oder sowas machen wie Speak Your Mind. Alle können nach vorne kommen und ihre Meinung zu etwas sagen, einen Kommentar abgeben, Missstände anprangern oder auch sowas sagen wie: Leute, die Klimademos am Freitag, ihr wisst es, wäre mir ein Anliegen, wenn ihr alle dabei seid. Oder aber auch Diskussionen über Schultoiletten und Co., was auch immer. Oder ein wichtiger Punkt natürlich auch, wir leben ja in einer ziemlichen Meckergesellschaft, einfach mal positive Dinge anzusprechen, indem man sich gegenseitig lobt. Sprich, jeder, der ein Lob auszusprechen hat, kann auf die Bühne kommen und sagen: Ich lobe den Hausmeister dafür, dass er uns einen Weihnachtsbaum gespendet hat in der Weihnachtszeit, oder mein Tutor, weil er einfach immer für mich da ist und ich mich auf ihn verlassen kann, oder meine beste Freundin, die einfach heute die tröstende Schulter für mich war, oder jemand, der mir in Mathe endlich geholfen hat, was zu verstehen, was ich seit 2 Wochen nicht begriffen hat und was mir der Lehrer auch nicht erklären konnte. Was auch immer, einfach um auch eine positive Grundstimmung zu verbreiten und mal den Fokus auf das legen, was schon alles funktioniert, was gut gemacht wird. Und das ist, hat eine ganz große Energie auch, die, ja, diese Stimmung in der Schulgemeinschaft zu heben und ja, ein bisschen was übereinander zu erfahren. Und gerade gezeigt, wir laden uns natürlich auch dann Menschen und Inspirationen mit Botschaften ein, mal einen alternativen Nobelpreisträger zum Beispiel oder jemand, der einfach was bewirkt hat, von dem wir lernen können und uns als Schüler inspirieren lassen können, um auch selber ins Tun zu kommen und selbstwirksam zu werden. Und da haben wir ja schon angedeutet, haben wir Fächer für. Margit hat vorhin erzählt, das Fach Verantwortung haben damals Schüler an ihrer Schule in Essen erfunden, wo die kleinen Fünftklässler gesagt haben: Wir können doch auch im Gemeinwesen alleine wirksam werden, wir brauchen euch Erwachsene dafür nicht. Und das haben wir an unserer Schule weitergeführt, dieses Fach, dass du immer ab der 7. Klasse an, die einmal die Woche für 2 Stunden dich irgendwo sozial oder in einem ökologischen Projekt auch engagierst. Und da kannst du alles machen. Du kannst in Grundschulen gehen und Experimente durchführen mit den Grundschulklassen oder im Kindergarten oder in der Flüchtlingshilfe aktiv sein oder Bäume pflanzen. Wo auch immer du als Kind das Gefühl hast, hier werde ich gebraucht, hier ist es, lohnt es sich, Verantwortung zu übernehmen. Und es geht nicht nur darum, irgendwie Nutzen zu sein für die Gesellschaft, sondern vor allem, also so ging es mir zumindest, war es eine total wichtige Erfahrung zu merken, auch mit 12, 13 Jahren kannst du einfach schon was Gutes tun. Du kannst wirklich was bewegen und jeder kann das. Und ich habe mir damals halt gedacht, okay, wenn ich das mit 12 Jahren kann, was kann ich dann erst bewirken, wenn ich erwachsen bin? Also wirklich diese Erfahrung zu machen, und ich glaube, dass es immer mehr Schüler und Schülerinnen dann auch machen, indem sie auf die Straße gehen jetzt freitags, dass sie merken, also eine Greta Thunberg kann die ganze Welt auf die Straße bringen und im Grunde, sie ist auch nur ein ganz normales Mädchen, kann das jeder. Und das ist halt so schön, so eine Erfahrung zu machen. Und dann aber natürlich auch, es ist ein Riesengeschenk, wenn du Kinder vor dir hast, mit denen du zusammenarbeitest und die sich so freuen, dass du kommst. Dieses Projekt Bildungsbande zum Beispiel, da gehen wir an Schulen im sozialen Brennpunkt, davon haben wir in Berlin einige, und gehen zum Beispiel in die 1., 2. Klassen und üben mit denen Deutsch oder so, was auch immer gebraucht wird. Und die Lehrer geben uns extrem viel Wertschätzung und sagen: Ey, könnt ihr nicht jeden Tag kommen, ihr seid eine Riesenhilfe. Und die Kinder freuen sich einfach, wenn wir kommen und streiten sich darum, wer mit uns heute arbeiten darf. Also es ist wirklich eine total schöne Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird mit nur 12, 13 Jahren. Also es ist wirklich, finde ich, ein ganz tolles Projekt, um mal zu lernen, was heißt es eigentlich, wirklich Verantwortung mitzutragen für die Welt. Und weil unsere Generation einfach nicht auf dem Hintern sitzen bleiben darf, wenn es darum geht, Dinge anzupacken und Missstände zu beheben. Und das ist eben dieses ganze Verantwortungsprojekt, was so in unserer Gesellschaft passiert, in seiner Umgebung. Aber dann haben wir eben auch Projekte, wo es wirklich darum geht, nochmal extra über dich hinauszuwachsen und nochmal raus ins Leben zu gehen. Deswegen sagen wir auch, diese Fächer sind das Lernen im Leben, weil das Lernen passiert nun mal nicht nur auf der Schulbank, sondern auch draußen. Und dafür gilt es natürlich auch, sich ständig neu herauszufordern. Weil wir stehen nun mal großen Herausforderungen gegenüber und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Und das kann man eben nicht, indem man jetzt sagt, schlagt mal alle Seite 20 auf und bearbeitet das Arbeitsblatt, sondern da muss man halt auch mal schauen, wie reagiere ich eigentlich, wenn ich einer großen Herausforderung wirklich face-to-face gegenüberstehe. Und das bedeutet für uns, dass wir ein Projekt dazu haben. 3 Wochen lang nach den Sommerferien sind wir alle außerhalb von Berlin unterwegs, ohne Eltern und ohne Lehrer, und stellen uns einer selbstgewählten Herausforderung,
haben 150 Euro für diese 3 Wochen zur Verfügung und können damit alles machen. Also sprich, wir können eine Alpenüberquerung machen oder hier in dem Falle auf Korsika den G21 laufen oder wir können eine Radtour machen oder eine Fahrradtour oder für uns Stadtkinder, es kann es auch eine Riesenherausforderung sein, mal 3 Wochen auf dem Bauernhof mitzuarbeiten. Was auch immer dich persönlich herausfordert, kannst du machen und musst es aber auch selber organisieren. Sprich, ein halbes Jahr vorher kriegen wir dann Zeit ein bisschen, du kannst dich in der Gruppe zusammenfinden oder es auch alleine machen. Guckst, okay, was möchte ich machen? Mit wem möchte ich es machen? Wie komme ich mit den Finanzen aus? Wie organisiere ich mir das? Wo übernachte ich? Mit 150 Euro hast du keine Chance, immer eine Jugendherberge oder so zu finden. Du musst einfach auch kreativ werden und dich was trauen. Und dann planst du so, zum Beispiel habe ich in der, wir machen das ja 3-mal, 8., 9. und 10. Klasse jeweils 1-mal für 3 Wochen. Und meine letzte Herausforderung in der 10. habe ich mit einer Truppe von 5 Leuten plus einem Begleiter, der über 18 ist, gemacht und wir dachten, das wäre doch mal eine große Herausforderung, also wandern waren wir noch nie, also das wäre auf jeden Fall interessant, weil ich bin auch ziemlich unsportlich, muss ich dazu sagen, und dann dachte ich, okay, oh Gott, wandern, alles klar, wir schaffen das schon. Dann dachten wir, okay, es wäre vielleicht auch interessant, nicht nur außerhalb von Berlin, sondern auch ins Ausland zu gehen. Ja, Sprachen und so. Und dann wäre es vielleicht noch ganz interessant, nicht unbedingt mit Leuten zu fahren, die du schon so gut kennst, sondern mal dich auf neue Leute einzulassen und zu gucken, was dann passiert. Das war letztendlich dann die größte Herausforderung für mich, diese Gruppenkonstellation auszuhalten in den 3 Wochen. Aber tatsächlich, wir haben uns dann getroffen und haben das irgendwie geplant, haben Leute gefunden, die da Lust drauf hatten, denen wir die DD vorgestellt haben, waren dann eben zu 6 insgesamt unterwegs und haben uns halt überlegt, wie wir das machen. Zum Beispiel, wie kommen wir für 150 Euro, wir haben uns dann eine Route in England ausgesucht. Wie kommen wir für 150 Euro überhaupt nach England? Und wie überleben wir dann da noch mit dem Geld, weil England ist auch nicht das billigste Land. Und dann haben wir zum Beispiel die Deutsche Bahn angeschrieben und haben die gefragt, ob wir nicht irgendwas tun können, damit die uns, weil fliegen tun wir ja nicht, wie die uns vielleicht da nach England bringen könnten mit ihren tollen Zügen. Und dann haben die zurückgeschrieben und waren erstmal ganz baff, weil wir denen natürlich genau geschildert haben, was das Projekt ist und was wir alles lernen werden und warum das so wertvoll ist und so. Und uns ein bisschen promoted haben. Aber vor allem haben wir denen gesagt, dass wir auch wirklich was tun würden in return sozusagen. Und dann meinten die, ja, ihr könnt ja unsere Führungskräfte coachen, weil die wollen unbedingt was dazu lernen, wie man Beziehungen führt, Beziehungskultur, Chef, Schüler, Auszubildende, die wollen wissen von euch, wie eure Generation tickt, was ihr erwartet von der Arbeitswelt, die wollen von euch wissen, wie man Herausforderungen gegenübersteht. Da dachte ich, kein Problem, ist unsere Expertise, können wir gerne machen. Also wir haben dann natürlich, haben das dann gemacht und haben tatsächlich der Deutschen Bahn ihre Führungskräfte 2-mal gecoacht und es war auch nochmal eine Zusatzherausforderung, weil es sehr spannend ist, lauter Anzugträger, die dann so gegenüber sitzen und sagen, was wollen die Jugendlichen uns denn jetzt erzählen? Und die dann hinterher teilweise mit Tränen in den Augen, ja, wir haben auch Kinder und wir wünschen, die würden auch so lernen. Also es ist sehr schön, die Erfahrung. Aber dann natürlich die Herausforderung für uns waren mit den Führungskräften war verglichen mit der echten Herausforderung dann Klacks, weil uns einfach jeden Tag Dinge passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet hätten, auf die wir nicht vorbereitet waren. Sowas wie am ersten Tag, die wollen uns gar nicht nach England lassen, weil die sich wundern, was 5 Minderjährige, also ich war die Älteste, ich war 15, der Jüngste war 12, warum da 6 Kinder sozusagen nach England reisen wollen, alleine, ohne Eltern. Aber die konnten in Belgien natürlich auch kein Englisch. Und wir konnten weder Französisch noch was auch immer die gesprochen haben. Und wir haben mit Händen und Füßen versucht, denen zu erklären, dass wir da durch müssen. Und dann haben wir Übersetzer gesucht und die haben dann unsere Eltern angerufen und so weiter. Aber wir mussten da durch und es gab kein Zurück für uns. Uns war klar, wir können nicht nach Hause fahren, wir müssen da durch. Und wenn wir die hier nachts campieren und die davon überzeugen. Also es hat dann auch geklappt, aber jeden Tag sind solche Dinge passiert, da mussten wir dann plötzlich kreativ werden, mussten plötzlich zusammenhalten, auch wenn wir uns vorher furchtbar zerstritten hatten, weil wir nicht wussten, welche Marmelade wir kaufen oder welchen Weg wir einschlagen. Und dann sind jeden Tag solche Dinge passiert, wo wir hinterher nicht nur total stolz auf uns waren, sondern auch einfach erstaunt waren, was alles so in uns steckt, auch an Ausdauer, an Kommunikationskompetenzen, die wir da erstmal entwickeln mussten und diese Gewissheit, dass am Ende des Tages auch alles gut wird. Also wir mussten einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert, weil manchmal hatten wir einfach keinen Plan und dann hat Plan A einfach nicht funktioniert, dann musste Plan B rein und manchmal gab es aber keinen Plan B. Dann mussten wir schnell noch einen entwickeln und genau diese Dinge haben wir dann gelernt. Also diese Unsicherheit, die uns jeden Tag begrüßt hat, jeden Morgen eigentlich, allein weil wir nicht wussten, wo wir schlafen. Wir haben nachts immer an die Türen geklopft von Leuten und haben gefragt, ob wir da im Garten zelten können.
wir mussten uns alle überwinden, Englisch zu reden, weil es keiner von uns perfekt konnte. Auch diese Angst loszulassen, mal Fehler zu machen, sich zu versprechen oder die falsche Richtung einzuschlagen. Das alles loslassen, und dadurch sind uns aber ganz tolle Menschen begegnet. Wir haben gemerkt, wie freundlich die Menschen sind. Wir haben gemerkt, wie unternehmerisch und kreativ wir sein können, wenn es drauf ankommt. Und auch mal ein Risiko einzugehen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, und sich hinterher darüber freuen, dass man es getan hat. Also auch diesem Fremden und dem Ungewissen zu begegnen und sich dann mit Fremdem und fremden Leuten anzufreunden, darum ging es, und es war super hilfreich und eine totale Erfahrung, von der ich heute noch zehre. Das heißt, wenn man mich fragt, ne, was hast du in der 8. Klasse in Englisch gemacht, jetzt sag doch mal so, aber keine Ahnung. Das, was zählt für mich, sind diese Erfahrungen, von denen ich einfach heute sage, das war super wichtig auch für meine Entwicklung und total wertvoll. Also jeder Schüler, ich glaube, das ist so das Lieblingsprojekt von den meisten Schülern, und viele sagen auch in diesen 3 Wochen, man lernt einfach mehr als im Rest des Schuljahres, ist halt so. Ja, beim ersten Mal, wenn die Kinder zurückkommen, beim ersten Mal sagen alle, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Schon dafür lohnt sich Herausforderung, für diese Erfahrung. Ja, Sie können sich vorstellen, dass es auch für einige Eltern eine Herausforderung ist. Die Jamila hat nicht gesagt, es geht jemand mit, der über 18 ist. Und damit greifen wir jetzt positiv in die Lehrerausbildung ein. Es gehen nämlich zukünftige Lehrer, Lehramtsstudierende, als Begleiter mit. Und da lernen sie das, was sie im Studium meistens nicht lernen. Sich da einlassen auf 3 Wochen. Ich habe jetzt keine Zeit, wir haben da auch Filme zu und so. Was in Kindern steckt, ja, die sind total erstaunt, die lernen, wie so eine Gruppe tickt und so weiter, ist eine ganz tolle Sache. Und sie haben eine Woche vorher eine Leadership-Ausbildung. Und wir haben jetzt 15, die Studierenden kriegen eine Woche Leadership-Ausbildung. Wir haben da gute Leute. Und deswegen ist halt die Vorbereitung auf die neue Lehrerrolle, du bleibst ja zurück, die müssen auch mal einen falschen Weg mitfahren, ohne einzugreifen und so weiter. Und ja, also sehr, sehr hilfreich. Und wir haben jetzt 50 Schulen in Deutschland, die Herausforderung machen. Inzwischen, das ist so in den letzten 2 Jahren, wie so eine Graswurzelbewegung, über gute Presseberichte auch in der Süddeutschen und so weiter, hat sich jetzt so verbreitet. Wir hatten jetzt einen Bundeskongress und wir haben das jetzt outgesourced. Jemand hat das übernommen, das weiter zu verfolgen und auch mit Unternehmen zu verknüpfen. Aber es geht jetzt zu weit. Ich mache jetzt einen Schnelldurchgang, weil wir sind schon in der Zeit fortgeschritten. Wie ist es zur Gründung von Schule im Aufbruch gekommen? Das wollte ich Ihnen noch kurz sagen. Ich war dies kann ich auch noch schnell sagen. Die nächste Stufe von Herausforderung, also in 8, 9, 10 machst du Herausforderung und in der 11 geht es dann um die interkulturelle Erfahrung. Und da gehen alle 3 Monate in ein soziales oder ökologisches Projekt in eine andere Kultur. Was man sonst nach dem Abi macht, machen die bei uns in der 11 alle 3 Monate, von Ostern bis zu den Sommerferien und eine Woche tiefe Reflexion und Campus und ab ins Kloster und teilen und so weiter. Danach sind sie global-minded people. Ja, jetzt hatten wir von Anfang an total viel Besuch. Die meisten wollten nicht glauben, dass man ohne Noten und ohne Druck jahrgangsgemischt lernen kann. Das war für viele unvorstellbar. Ja, und der Besuch wurde immer mehr und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da jetzt eine Form für finden und wir machen Lehrerfortbildung jeden Monat, 1 bis 2 Mal, also jeden Monat 80 bis 150 Leute, Lehrer, Interessierte und so, Schulleiter. Und wer macht die? Die 13- und 14-Jährigen machen die Workshops. Weil das ist das Wirksamste, was diesen Menschen passieren kann. Dann sind wir sehr viel eingeladen. Dann machen wir schon mal so Roadshows. Wir hatten eine 2011, Gerald Hüther, 8 Schüler und ich. 10 Tage, 11 Städte, mehr als 10.000 Menschen erreicht. In München 1200, in Bayreuth 1400 am nächsten Tag. In Dortmund gab es nur 600 Plätze, die standen Schlange an den Straßen. Und da wusste ich, wie groß die Sehnsucht ist und die Bilder fehlen. Also viele Menschen spüren, dass es so nicht weitergehen kann, aber haben kein Bild, wie es anders sein kann. Und hier könnte ich jetzt noch andere Bilder nebenstellen, Schulen, die ein Jahr nur Theater spielen und solche Sachen. Ja, dann viel unterwegs.
Da warst du noch klein, Jamila, vielleicht 14 oder so. Viel unterwegs, immer die Schüler auf der Bühne. Da hatten wir mal 5.500 Lehrer in Bern. Die beiden sind 14, haben eine Stunde gesprochen. Danach liefen vielen die Tränen runter. Ja, und dann war ich zweit mit Gerald Hüther und Stefan Breidenbach, beide Professoren, waren wir drei der sechs Kernexperten im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin. Wie wir morgen lernen wollen. Die hatte drei Fragen, wovon wollen wir leben, wie wollen wir leben, wie wollen wir lernen. Wir waren drei der sechs Kernexperten und nach dem Jahr wussten wir, von oben wird nichts kommen. Jetzt nicht, weil Frau Merkel das nicht alles verstanden hätte, aber die darf sich ja der Bund gar nicht zur Bildung äußern. Das haben wir ja jetzt gesehen, wie lange es gedauert hat, bis die 5 Milliarden freigegeben wurden. Wir haben ja die Landesfürsten in Deutschland. Und das ist ein Problem, weil einmal Bildung politisch ist und nicht auf Pädagogik beruht, parteipolitisch ja ist. Und das Zweite ist, die Kultusminister sind so im alten Konkurrenzdenken um Ranking und PISA-Punkte. Ja, und es geht ja jetzt in der Transformation darum, dass wir das überwinden. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. So ist dann ja Bayern, hat Bayern das beste Schulsystem. In dieser alten Denke ist es so. Und dann ist es natürlich noch schwerer, etwas zu ändern, wenn man denkt, man wäre ja die Beste im Ranking und so weiter. Und deshalb müssen wir eine Bewegung von unten starten. Und deswegen haben wir Schule im Aufbruch gegründet 2012, um alle Schulen, die sich verändern wollen, um die zu vernetzen, zu unterstützen, Material zu liefern und so weiter. Und die Bewegung gibt es jetzt inzwischen in 6 Ländern. In Österreich haben wir 20% der Schulen jetzt schon dabei, weil die Schulaufsicht da massiv mitmacht. Achso, ich muss ja hier. Und interessant ist jetzt, Schule im Aufbruch ist ausgezeichnet worden vom Bundesbildungsministerium und der UNESCO als Change Agent für die Umsetzung des Weltaktionsplans. Also hohe Auszeichnung, 2016 und 2018, weil wir von Anfang an auf diesen 4 Säulen der UNESCO arbeiten und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ja, von Anfang an das, was jetzt bildungspolitisches Programm ist, auf unserer Agenda hatten. Ja, es gibt 3 Bücher. Eins ist, beschreibt sehr genau die Lernkultur der ESBZ mit Statements von Eltern, Lehrern, Schülern, Sozialarbeitern. Eins hat Jamila geschrieben mit 2 Schülerinnen noch, als sie 14 war, als Herausforderung, und eine Projektzeit hat sie dazu gekriegt. Ganz tolles Buch auch, liegt auch hier vorne. Und die Schulen im Aufbruch ist so ein kleines Handbuch für den Wandel. Total seiner Zeit voraus gewesen, weil diese ganzen Themen, die hier drin stehen, die ploppen jetzt alle auf. Das ist jetzt schon in 6 Sprachen übersetzt, als letztes Koreanisch, und in Korea werden jetzt 2 Schulen auch starten und gerade war eine Kommission da mit Minister und allen Möglichen. Ja, wir haben auch Educators for Future gegründet. Im Gegensatz zu Teachers for Future stellen wir uns nicht nur hinter die Fridays for Future-Bewegung, sondern verpflichten uns, den nationalen Aktionsplan umzusetzen und den Paradigmenwechsel einzuleiten. Ach, dies gehe ich mal ganz schnell durch. Ich hab einen Freund, der kann ganz toll formulieren und hat so ein ABC der guten Schule gemacht, kennen vielleicht einige. Ich sage nur ein paar Buchstaben. Eine Atmosphäre der Achtung, Anerkennung und Akzeptanz aufbauen. Die Bedürfnisse aller in ihrer Besonderheit beachten. Jedem Charakter sein Charisma zu erkennen. Wenn wir uns dann noch fehlerfreundlich verhalten und auf die Lust am Leisten Wert legen, da muss nämlich dann der Sinn bei sein, und das Loben lieben, dann können wir die Basis geschaffen, um zum Durchblick zu drängen und zu ernsthaften Einsichten einzuladen. SDGs. Relevante Themen. Und dann quälen wir uns noch mit der Qualität des Querdenkens. Leben Verantwortung vor. Und ganz wichtig, weil wir sehr viele zynische Erwachsene haben und Zynismus können diese Jugendlichen nun überhaupt nicht gebrauchen bei dieser Hoffnungslosigkeit, die auch da ist. Immer wieder Zufriedenheit zeigen und Zuversicht, immer wieder zutrauen und zumuten. Und ja, das ABC habe ich mitgebracht. Also wir haben Ihnen einiges mitgebracht. Zum einen
die Global Goals und hinten steht drauf, was ist der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert, was die UNO dazu sagt. Weiß ja nämlich auch keiner. Dann natürlich den Friday für alle. Dann so eine Karte von Schule im Aufbruch. Und, warte, ich muss mal eben jetzt hier gucken. Ja, die Global Goals geben uns die Motivation und zum Handeln braucht man Mut. Und wer noch Mut braucht, der kann sich auch eine Mutkarte mitnehmen. Ja? Die legen wir nachher auch noch ein paar vorne hin, dann schnubbelt sich hier nicht alles. Was wir noch, was man jetzt aber, wenn man es mitnehmen möchte, erwerben möchte, ist ABC in groß und klein. Wir haben auch so Global Goals Würfel. Sind so Faltwürfel, der totale Hingucker, wenn Sie den auf Ihren Schreibtisch stellen, nimmt jeder das in die Hand und sagt, was ist das denn? Haben wir noch was? Nee, und unsere Bücher, ne? Genau. Und jetzt machen wir noch eine Zusammenfassung in 70 Sekunden. Also, die sage ich nochmal ganz schnell. Die Digitalisierung ist sowas, wir müssen jetzt das machen. Oft rein mechanistisch auf Technik. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung kommt aus dem Herzen, ist nämlich folgt der Vision für eine andere Welt, hat eine ganz andere Energie. Und wir müssen zusammendenken, Digitalisierung, BNE und die kulturelle Bildung. Denn wir brauchen für die Transformation die transformative Kraft der Künste. Also müssen wir dazu, könnte auch hier mal Nürnberg mit anfangen, Kulturhauptstadt, solche Kulturen zusammendenken und zusammenfassen. Ja, und wir machen unsere kleine Zusammenfassung. Schule 20 bin ich, weil ich schon alt bin. Und Schule 21 ist eigentlich falsch, das müsste heißen Lernen 21. Wir müssen den Begriff Schule überwinden, weil wir da viele alte Bilder mit verbinden. Also warte, ich stelle mich auf die Seite, dann bin ich gewöhnter. Ach, du hast einen. Ach so, ja, richtig. Also, Unterricht. Lernen. Unterrichten. Aufbauen. Zersplitterung. Interdisziplinarität. Konformität. Komplexität. Enge Taktung. Raum für Spontanes. Fremdbestimmung. Selbststeuerung. Instruktion. Selbstorganisation. Lernen im Gleichschritt. Lernen im eigenen Takt. Arbeitsblätterkultur. Kreative Kraft. Hetze. Zeit und Beziehung. Geschlossene Türen. Offene Lernwelten. Lineares Denken. Vernetztes Denken. Richtige und falsche Antworten. Viele mögliche Antworten. Als ob Lernen. Sinnstiftendes Handeln. Reisen stört den Plan. Reisen bildet. Heterogenität als Last. Vielfalt als Schatz. Konkurrenzgeist. Gemeinschaft leben. Ego-Denken. Wir-Bewusstsein. Verwaltungsgeist. Gestaltungsfreude. Angst. Zeit und Beziehung. Also. Mut und Vertrauen. Sorry. Altes optimieren. Neu denken. Anpassungsfalle. Muster brechen. Pflichterfüller. Selbstwirksame Gestalter. Risikovermeidung. Risikofreude. Wissen. Sinn. Burnout. Burn for.